Hallo Freundin, Freund der analogen Unterhaltung und herzlich willkommen. Moin Moin. Der gute Piet und ich, der Alex, wir stellen euch heute ein Preview wieder einmal vor. Ja, haben wir schon lange nicht mehr und wie öfters mal haben wir hier eine kleine Geschichte mitgebracht. Nicht von uns, sondern ihr seht es auf dem Cover. The Ethernaut ist eine Comicserie aus 1957 bis 1959. Also schon ein bisschen älter. Spielt in Argentinien oder wurde auch in Argentinien erschaffen oder gezeichnet und erdacht. Nämlich von dem lieben der Herr Österheld, Entschuldigung. Hector Germann. Genau, und illustriert von dem Herrn Lopez, der hier mit draufsteht. Das sind nämlich auch die beiden, die für die ganzen Geschichten verantwortlich sind. Und wer es ein bisschen kennt oder auch nicht. Wir fassen das mal kurz zusammen. Mir hat es nichts gesagt. Mir hat es nur was gesagt, weil ich Fernando kenne, ne? Argentinier. Ergo, der hat davon gehört. Wir hatten es in Essen schon mal so als Preview gesehen. Jetzt zeigen wir euch das als Preview, denn es ist ja eine Crowdfunding-Kampagne. Mhm. Und es geht einfach darum, die Hauptstadt von Argentinien, Buenos Aires, wurde von Aliens angegriffen. Anscheinend, ja, sagt man. Und es gibt überall Schneefall. Und alle Leute, die von diesem Schnee getroffen worden sind, sind gestorben. Scheint nicht normaler Schnee zu sein. Ja. Und da fängt die Sache an. Wer die Graphic Novel kennt, es geht nachher noch weiter. Ethernaut bedeutet nämlich dann der Zeitreisende. Da sind wir noch nicht. Das heißt, wir spielen jetzt hier den Prolog. Wir spielen ja auch ein Demo-Szenario. Das heißt, ihr könnt euch das gerne anschauen. Es ist vielleicht Teil der Box, aber es ist eigentlich nicht Teil der Szenarien, die geplant sind. Genau, das wissen wir jetzt auch nicht hundertprozentig. Auf jeden Fall starten wir jetzt hier nicht mit euch Szenario A. Also da wird wirklich nichts gespoilert von der Sache. Aber ihr werdet gleich sehen, mit was für Mechaniken wir hier zu tun haben. Und, ja. Pendragon Game Studio, die haben jetzt also hier zusammen mit dem guten Mauro Ciabotto, der auch Last Aurora gemacht hat. Er hat mit Endzeit und Schnee das stimmt. Ja, du hast nicht ganz unrecht. Irgendwie sowas scheint es da zu sein. Haben sie sich jetzt also hier gedacht, diese eben angerissene Graphic Novel in ein Brettspiel umzuwandeln und das Ganze halt als kooperatives Abenteuerspiel, so im bester Point-and-Click-Manier, was also sehr geschichten-narrativ getrieben ist. Wir können also viel interagieren und ihr werdet es jetzt gleich sehen. Wir werden jetzt hier gemeinsam in die Rolle von zwei bis drei Charakteren schlüpfen. Wir haben das Ganze natürlich uns von der Regel her angeguckt, aber auch nur diesen Demo-Fall mal für uns angeteased und nehmen euch da jetzt wirklich mit auf die Reise. Wir wissen also selbst auch noch nicht, wo es hingeht. Seid da vielleicht an der einen oder anderen Stelle kurz nachsichtig, weil wir nochmal irgendwo nachblättern müssen. Aber es sollte trotzdem klar sein, was man hier mechanisch in dem Spiel macht. Und ein Großteil liegt natürlich dann darin, die Geschichte zu erkunden und zu überleben, also hier und auch zu erleben, also es sind ein paar Paragraphen zu lesen, die sind immer auf diesen Karten. Wir haben hier die englische Version, weil direkt von dem Pendragon Studio bekommen. Ob es eine deutsche Version gibt, müsst ihr auf der Crowdfunding-Seite schauen. Last Aurora gab es ja auch auf Deutsch. Andere Spiele von dem Studio gibt es auch auf Deutsch. Vielleicht gibt es da eine Kooperation. Wenn alles klappt, sollte die Kampagne am 9.4. starten. Ihr müsstet das Video jetzt mitunter schon ein bisschen früher gesehen haben oder ihr seid auf der Kampagnenseite. Da sollten wir auch verlinkt sein. Dann guckt mal da, was gibt es vielleicht noch für Stretch Goals, für Sachen Ähnliches. Wir können euch im Nachgang auch noch mal kurz ein paar Miniaturen zeigen. In erster Linie spielen wir jetzt aber hier mit Standys diesen Demo-Fall. Ja, und wir spielen mit einem Prototypen. Ja, auf jeden Fall. Ganz wichtig, denn alles, was ihr hier seht, ist irgendwie ausgedruckt, gesleeved, nochmal korrigiert und auch die Token sind handgestanzt, so wie es aussieht. Ergo könnte das ein oder andere vom Original abweichen. Wie gesagt, ab auf die Kickstarter-Seite, Crowdfunding-Seite. Ich weiß nicht, was bei Kickstarter ist, aber Crowdfunding wird so viel. Wir haben das Ganze jetzt hier mal aufgebaut. Wie gesagt, wir befinden uns jetzt hier im Demo-Szenario. Wir haben jetzt hier also ein Storybook fürs Demo-Szenario und haben so Story-Cards und Items und sowas fürs Demo-Szenario und auch Charaktere. Später im vollständigen Spiel wird man immer mit möglichen vier Charakteren spielen. Jetzt hier in diesem Demo-Szenario haben wir drei Charaktere erstmal nur zur Auswahl, wobei wir auch gleich
erstmal nur mit 2 anfangen. Korrekt. Ja. Und dann gibt es halt einen vorgefertigten Story-Stapel, der beginnt jetzt hier bei uns Demo 01 und da haben wir jetzt hier schon mal ein bisschen vorgegriffen und aufgebaut, aber wir werden es mal zusammenfassen. Und zwar beginnt das, dass hier ein Angestellter hier in so einer Fabrik, in der wir uns jetzt befinden, der schreibt seiner Frau einen Brief, weil vor 3 Tagen ist halt das passiert, was Peter auch schon angesprochen hat. Es hat halt geschneit und die Belegschaft, die draußen unterwegs war, Pause gemacht haben, eine geraucht haben, rauchen Kills, die sind dann gestorben, zu Boden gegangen. Daraufhin wurde hier irgendwie alle Außentüren und Sachen so ein bisschen verbarrikadiert. Aber jetzt werden leider unsere Vorräte so ein bisschen knapp. Genau, bevor wir an uns selber rumknabbern. Mhm. Ja, geht ziemlich weiter und wir haben jetzt versucht, hier mit aller Kraft so eine Eisentür aufzumachen. Da gab es eine wilde Diskussion, wer hier der Vorgesetzte ist und dann meinte er, ist egal. Ja, hier hast du ein Brecheisen, komm rüber und fass mal an. Ja, genau. Und da befinden wir uns gerade. Wir haben es mir geschafft, diese Tür zu öffnen und sind in den Nachbarraum gekommen. Ja, wir scheinen also hier von diesem Feld gekommen zu sein, nämlich die Tür 115 und ihr werdet gleich hier auch sehen, hier sind überall so kleine dreistellige Nummern drauf und wenn wir damit interagieren, uns das angucken oder vielleicht auch Items haben, dann werden wir diese Nummern kombinieren. Immer die kleinste dreistellige Zahl zuerst, dann die größte. Das wiederum ergibt was, was wir hier im Storybuch nachlesen können. Wenn das es eine Kombination ist, die es nicht gibt, dann passiert da halt einfach nichts. Ist die Aktion nur verschwendet, ist die Karte und die Aktion verschwendet. Genau. Wir haben zwar nur 2 Charaktere, das heißt, aber nicht jeder von uns spielt einen Charakter. Mhm. Denn ihr seht hier so einen Kartenstapel. Wir haben Karten auf der Hand. Ich gebe die immer aus. Jeder hat 6 Karten. Ja, macht es schon mal. Zu zweit. Ja, die Anzahl der Karten variiert mit Anzahl der Spieler. Mehr Spieler, weniger Karten auf der Hand. 6 kann ich auch noch zählen. Ja, und jetzt für unseren Aufbau jetzt, also hier sozusagen die ersten 2 Story-Cards, das hat ja der Text drauf, den wir jetzt so ein bisschen zusammengefasst haben, erzählt uns dann noch eine Karte, wie wir den Setup machen. Wir haben halt in diesem Demo-Fall, ich glaube, sind es 7 Map-Tiles, ne, die immer so aus 4 Feldern bestehen, die so die Räume darstellen und dann werden solche Objective-Tokens, also in unserem Fall sind es hier Holztüren, Metalltüren anscheinend, vermutlich ein Fenster und irgendwas, was aussieht wie so ein großer Ventilator. Ein Abzug. I don't know. Und ja, das haben wir also jetzt hier so aufgebaut und die haben uns quasi auch die Charaktere hier jetzt genannt. Der gute Medardo, der hier also irgendwie so eine Art Vorgesetzter sein soll in der Fabrik und Alvaro, der vielleicht ist der Accountant oder Buchhalter. Andersrum, er ist der Vorgesetzte. Ach, er ist der Vorgesetzte? Und er sagte, ist mir egal. Ah, okay, ja, dann ist er, okay. Der Mann arbeitet seit 25 Jahren hier. Der Mann aus dem Büro und der irgendwie eher in der Factory anscheinend da tätig ist. Ja, wir sind jetzt also hier, wir haben schon einen Ausrüstungsgegenstand jeder. Medardo hat eine Taschenlampe, eine ziemlich alte Taschenlampe, die hat aber keine Batterie, die also erstmal nicht funktioniert. Und dann Alvaro, der hat ein Brecheisen, eine Crowbar genommen. Damit sind wir durch die erste Tür hier halt gekommen, haben das aber wieder hinter uns irgendwie so ein bisschen verbarrikadiert. Und wir haben dann auch jetzt schon 2 so Storyline-Achievement-Karten bekommen. Das ist also, was wir hier in unserem Demo-Fall schaffen müssen. Und zwar, bevor wir 8 Runden hier das Ganze gespielt haben. Also es gibt dort auch so ein Timer-Element. Das müssen wir also mit unserem aktuell 2 Charakteren schaffen. Und da gucken wir uns das ja auch nochmal an, dass die Karten sagen. Also wir sollen einmal versuchen, aus der Factory zu entkommen, ne, bevor unsere Zeit raus ist. Und dann haben wir von außen auch noch irgendwie komische Geräusche gehört. Ja. Merkwürdig. Und das sollen wir auch noch ergründen. Und dann je nach Szenario gibt es noch weitere Regelergänzungskarten. Und da gab es jetzt quasi eine hier. Regel 00.
Ja, Regel 00. Und die sagt uns, wir sollten hier so ein Snowflake-Token auf diese Karte machen. Und es werden anscheinend durch irgendwas getriggert, werden solche Snowflake-Tokens, da haben wir hier auch noch so einige, können die von außen ins Gebäude eindringen? Keine Ahnung, wenn wir vielleicht das Fenster aufmachen also oder eine Außentür. Wahrscheinlich nicht. Und die Karte sagt uns auch, wenn wir so eine Snowflake berühren, was wir ja schon auch vermutet haben, weil unsere Mitarbeiter irgendwie daran gestorben sind, dann ist es wahrscheinlich nicht so gut. Wir sollen uns also so ein Chemical Suit holen, dann sind wir geschützt quasi vor diesen Schneeflocken. Ansonsten müssen wir diesen Paragraphen da lesen, der ja, da steht. Genau. Outside or in a, ja, also wenn wir ohne diesen Anzug quasi nach draußen gehen oder so eine Schneeflocke berühren, weil wir auf dem Feld sind, dann könnte das irgendwie komisch enden. Ja, dann könnte das irgendwie merkwürdig sein. Ja. Dann hat Peter jetzt schon gesagt, wir haben jetzt im Zwei-Personen-Spiel 6 Aktionskarten bekommen. Und die sind so ein bisschen generisch. Wir haben sowas wie Take a Break, Moving On, Coordination und so Sachen. Und die lassen jetzt unsere Charaktere, die wir gemeinschaftlich spielen, Dinge tun. Ja. Und Pete ist jetzt einfach mal der Startspielende. Man hat optional eine Möglichkeit, einfach 5 Karten zusätzlich zu ziehen. Genau, dann, das ist die erste Option. Man zieht 5 Karten zusätzlich und legt dann wieder 5 Karten ab. Mhm. Dann erschöpft sich aber unsere Charaktere hier. Da haben wir so einen extra Fatigue-Stapel. Den lege ich mal noch zu dir. Klar. Vielleicht versuchen wir das zu verhindern, vielleicht aber auch nicht. Und das ist insofern ganz interessant, weil man sieht es hier so angedeutet, hier gibt es 1, 2, 3, 4 Ablageplätze für die Aktionskarten. Wenn man so eine Fatigue bekommt, dann blockiert die insofern oder nimmt die Platz ein von 4 möglichen Slots. Und unsere gesamte Runde, also Pete macht eine Aktion, ich mache eine Aktion, Pete macht wieder eine Aktion. Und dann wird immer danach geguckt, hat denn irgendwie einer der Charaktere hier wirklich, hat der 4 Karten liegen? Wenn das nämlich der Fall ist, dass irgendeiner, es können jetzt hier 2 haben 3 Karten, aber hat einer 4, dann triggert man quasi das Rundenende. Dann wird dieser Marker nach vorne kommen. Im normalen Spiel gibt es ja noch so Bedrohungskarten. Die gibt es hier bei uns gerade jetzt nicht, ne, um das so ein bisschen einfacher zu halten. Und deswegen ist hier dieser Platz auch noch frei. Da würden dann diese Bedrohungskarten liegen. Und so müssen wir also so ein bisschen unsere Aktionskarten auf unsere Leute aufteilen sozusagen. Ja? Ja, ich denke, hier hatte man noch gesehen, hier steht so 4. Tendenziell kann ein Charakter nur 4 Items halten. Außer im Demo-Fall, da könnte es auch mehr sein, weil wir wahrscheinlich mit einer Person weniger spielen. Ja, vielleicht oder finden zwei wir, vielleicht, genau, vielleicht finden wir die dritte, spielen wir mit 4. Vielleicht finden wir die dritte Person auch nicht. Vielleicht starten wir auch einfach vorher, weil eine Schneeflocke anfangen. Genau. Ja, unsere Aktionskarten, die liegen offen vor uns. Vielleicht, keine Ahnung, wollen wir die einfach mal hier so ein klein bisschen hinlegen? So ein klein bisschen hinlegen. Ich lege mir auch gleich also hin. Ich habe hier mal irgendwie Koordinate-Karten zum Koordinieren. Da kann man andere Sachen nochmal. Ich kann mich gar nicht bewegen und einmal eine Aktion machen. Ist doch super. So, ja, wir haben ja jetzt ja also unsere Charaktere, sollten wir so in so einem Raum so platzieren, dass einer auf dem Feld ist, wo wir reingekommen sind und einer daneben. Ja, der gute Alvaro hier vorne mit der 106, der hat also ja die Brechstange und steht vor einer anderen Metalltür. 900, achso. Ja, ich habe 106 verstanden. Also 906 ja, ja, und 905 ist Medardo. Hast du denn eine Möglichkeit, eine... Das ist ja egal, ich bin der Startspieler. Eine Action, ein Item zu benutzen? Ja, eine Aktion habe ich dazu. Hier. Willst du das machen? Ja, ja, ich nehme hier so eine Take-Action-Karte. Wir überspringen jetzt also den Schritt, Karten zu ziehen und auszutauschen. Macht, glaube ich, jetzt erstmal ja, keinen Sinn. Ja, im Moment haben wir genau, alles. Genau. Und spiele jetzt spiele die Karte halt auf einen der Charaktere. Ich will natürlich mit den Herrn mit der Brechstange was machen. Das heißt, er kriegt diese schöne Karte, kriegt dadurch diesen, was man auf so einer Karte sieht, halt den Aktionsnamen. Und links oben ein Skill-Icon, was er für später dann noch hat. Und hier unten steht halt, ich kann ein Item benutzen oder aber eine bestimmte Anzahl an Leuten kann also Karten wegwerfen. In die Number of Cards, das wollen wir gerade nicht tun. Das ist also auch nochmal eine Möglichkeit, Karten zu tauschen. Ja, jetzt will Pete ja das Brecheisen benutzen, zeige ich euch das hier auch nochmal.
Das Brecheisen selber hat einfach eine Itemnummer, die ist für uns jetzt erstmal unwichtig. Und es sagt, es hat eine Aktionsfähigkeit, deswegen ja musste er diese Take-Action-Karte spielen. Das kann man jetzt benutzen, wenn man ein Feld auch entfernt ist von etwas, deswegen ist die Range hier. Wenn nicht angegeben ist, dann steht da dann gar nichts drauf. Muss man auf dem Feld direkt stehen. Und das heißt, jetzt hier haben wir die Nummer 210. Na, ich lege die mal wieder hier hin. Und die Tür, die ich versuchen möchte, ist die 143. Die sieht man hier. Das heißt, die Zahl ist die 143. Also man kann das ja kurz die 210, das ist ja die kleinste Zahl kommt zuerst. Kommt dann irgendwie so hin. Man kann das hier mal so zeigen. Ne? Dann kommt die kleine Zahl von der vorherigen. Das ist 143210. Das ist also den Paragraphen, den wir im Buch aufschlagen. Okay, 143210. Das sagt jetzt, you try to force the door with a crowbar, but doesn't move. But it doesn't move. Ja, und die letzte haben auch noch zu zweit aufgekriegt. Okay. Könnte so ein Gefühl sein, dass wir, also A, kamen wir von hier. Ich würde wahrscheinlich nicht noch... Die 115 kamen. Ja, wir kamen von hier. Ich meine nur, ich würde jetzt wahrscheinlich nicht mit der Crowbar nochmal versuchen, die Tür aufzumachen. Nee. Das ist wahrscheinlich albern. Außer wird es mich loswerden. Es wirkt jetzt wahrscheinlich so, als wenn wir mit dem Brecheisen das nicht öffnen können. Aber wir haben hier ja noch zwei Holztüren. Ja, keine Ahnung, da steht noch jemand im Weg. Ich kann auch nur eine Aktion machen, die habe ich jetzt getan. Die Aktion hat also nichts gebracht, damit ist die Aktion... Wir haben ein bisschen informativ. Ja, ich wollte sagen, also die Aktion hat nichts gebracht. Wir können jetzt also nichts anderes machen, weil die Karte hat diese Aktion da verworfen. Sobald wir in das Storybook gucken und nachlesen, ist die Aktion vorbei. Dann wird immer auf die Hand... Auf das Handlimit der Spieleranzahl aufgezogen. Bei uns also 6. Das kann halt sein, dass durch Fähigkeiten oder ähnliche Karten man zwischendurch auch kartenlos wird oder Skillchecks oder sowas machen kann. Dann... ich meine, weil ich ja jetzt, also ich nicht, das muss man festhalten, aber hier Medardo steht jetzt ja hier an irgendwie dieser Tür da hinten, 106. Ja. Ich würde einfach mal gucken. Also die hat jetzt erstmal so ein rotes Icon, wie auch bei der Metalltür, da ist jetzt mal nicht offen, da kommt man irgendwie nicht durch, aber man kann damit agieren, gucken. Vielleicht muss man ja nur kräftig rütteln, wer weiß. Im Fall bedeutet halt auch, dass man aus dem Nachbarfeld damit agieren kann. Und dafür benutze ich jetzt diese Karte, die sagt nämlich Interact with an Utility Counter in your Space, ne? Oder man kann damit auch Gegenstände tauschen. Ich will jetzt aber hier sagen, Medardo, der soll jetzt mal damit interagieren und er selber ist die 905. Die Holztür da oben, die hat die 106. Okay. Das heißt, wir kombinieren jetzt 106 mit 905. 106. Und dann ist es manchmal so, das können wir euch hier auch mal zeigen. Das ist jetzt egal, welcher Charakter das ist. Ne? Die Charaktere haben halt 900 und deswegen ist hier Any Character. Das ist also noch nicht spezifisch. Es kann durchaus vorkommen, dass später ein spezifischer Charakter oder vielleicht sein muss. Oder ja, jemand, also wahrscheinlich, wenn er mit seiner Frau redet, müsste er das sein. Okay, wir haben jetzt 106, ja. You see a wooden door. Its handle moves freely. It is not locked. Do you want to open it? Wir könnten jetzt die Tür öffnen und dann würden wir Paragraph 999003 lesen. Oder wir öffnen die Tür nicht und dann ist es das halt. Also wir denken immer noch, wir müssen hier irgendwie raus und wahrscheinlich müssen wir so einen Chemical Suit kriegen im Raum selber. Den Van finden und dann... Ja, Thema Van finden. Vielleicht. Das haben wir, weil wir es ja nicht genau vorgelesen haben. Wir sind hier so ein bisschen im Versandbereich, glaube ich, oder was? Dispatch-Bereich, irgendwie sowas. Und vielleicht gibt es hier irgendwie ja einen Van, quasi den Delivery, also das Lieferfahrzeug. Sind wir uns aber nicht sicher, ob wir das hier finden, aber deswegen sind wir da sozusagen drin vorgegangen. Ich vermute ganz stark, dass das keine Außentür ist. Weil es eine Holztür ist. Ja, weil es irgendwie eine Holztür ist. Ja, das ist nicht so. Ich würde mal sagen, oder? Kommen wir. Ja, bei mir ist das Video. Also, wir sagen ja die 999 und dann die 03. Da gehe ich jetzt also hier mal in den Bereich. Ja, alles, was von 999 anfängt, sind Spezialparagraphen, die können ja so sonst nicht aufhören. Okay, na dann, wir lesen mal hier vor. You rotate the handle.
You found a garage with a shipping van parked inside. Wenn man vom Teufel spricht. So, dann sollen wir jetzt den Counter, zwar, also den, das ist ja die 106, diesen Counter, Utility Counter, den sollen wir jetzt ersetzen. Und zwar mit dem Counter 146, mit einem 146er Counter. Ist schön, dass ich die, also 146, ja. Erlesen kann, ist klar ein Vorteil. Also ich will das nochmal sagen, ne, die Counter. Das ist halt auch ein Punchboard. Auch ein Punchboard, ja, nur mit drum, man weiß also nicht, was auf der anderen Seite ist. 146, ja, ist eine offene Tür, ist doch schön. Kann man hier so schön in die Ecke legen, würde ich sagen. Hast du schön die Tür geöffnet. Ja, und jetzt seht ihr auch, der Pfeil ist auch grün geworden. Ja, wenn du deine Hände an. Da gleich... Ja, ja, genau, das ist ein grüner Pfeil. Ja, das muss man mal festhalten. Pete, Rot-Grün-Schwäche, der Pfeil sieht, die beiden Pfeile sehen nämlich nicht anders aus. Richtig, aber das kann man ja jetzt... Ist ja noch im Anfang. Ja, ja, ja. So, und dann sagt die weiter der Text, if you have not already done so, read story card D05. Und das haben wir noch nicht, denn deswegen nimmt Pete mal diesen ganzen Stapel, da gibt es so eine Abdeckplatte, dass wir das nicht sehen. Genau. Damit man das hier oben, kann man also die 100, die 05 lesen. Ja, und da seht ihr jetzt hier, wir haben die Garage gefunden. Yes. Take the map tile M28, also 28. Und hier sehen wir jetzt, wie das platziert wird. Die haben Pfeile rechts, links. Also das Teil soll so ausgerichtet sein, dass die Pfeile nach rechts, links zeigen. Und ja, es muss quasi in der Reihe 1 und in der Spalte B platziert werden. Also da drüber, was auch irgendwie Sinn macht, und es dann umdreht. Wunderbar. Ja, und da seht ihr jetzt, dass wir da jetzt weitergekommen sind. Und dann werden da jetzt wieder Counter verteilt. Ich würde sagen, das sagt ja kein Auto drin. Nee, ist kein Auto drin, aber es kommt wahrscheinlich. Und zwar haben wir einmal den Counter 118. 118 müsste sowas Längliches sein. Das ist nämlich, ich vermute, naja, weil das ist das Garagentor. Das ist quasi hier auch jetzt abgebildet. Seht ihr das? Ne? Das ist ein bisschen klein, aber so ist es halt. Ja, das heißt, Pete legt diesen Counter 118 darauf. Das Garagentor scheint vermutlich zu sein. Ja, das ist im Norden. Okay. Ja, genau. Dann ist auf diesen beiden Feldern hier steht der Van. Das ist die 138. Ach, das kleine. Ja. Da steht das Lieferfahrzeug. Auf den beiden hier. Genau. Und dann haben wir 122 noch. Das ist, weiß ich nicht, was das genau ist. Ich glaube, das ist ein Regal oder sowas. Ja, das ist an der rechten Wand ist ein Regal. Wo oben? Ja, oben rechts, genau. Da sind bestimmt die Schlüssel drin. Vielleicht, oder? Vielleicht, im besten Fall ist da vielleicht der Chemical Suit. In den vier Schubladen, da passt kein Suit in sich rein. Ja, jetzt habt ihr das hier so gesehen, das ist hier aufgebaut, so haben wir jetzt einen Raum entdeckt und das haben wir natürlich auch mit den anderen beiden gemacht, das haben wir übersprungen und dann steht da Discard kann also erstmal weg. Ja, das heißt, das haben wir jetzt hier aufgedeckt und ihr seht jetzt schon, ne, jetzt liegen hier jeweils eine Karte drauf, ne? Es ist also noch keine Viererkarte oder kein Charakter mit vier Karten. Ich muss jetzt ja noch eine nachziehen, damit ich wieder auf 6 komme. Und dann ist Pete dran. Man kann durch Personen durchlaufen, die blockieren den Weg nicht, aber man kann nicht drauf stehen bleiben. Ja. Also Pete könnte jetzt... Du hast das Fenster. Man kann natürlich mal aus dem Fenster gucken. Ich meine, wir haben dieses Geräusch, was immer noch komisch ist, das sollte doch. Vielleicht klemmt einfach nur. Im Ventilator. Und wir wissen nicht, was das mit dem Ventilator ist. Aber wenn wir das mal gedanklich festhalten, wenn das vielleicht ein Ventilator ist, dann ist der ja wahrscheinlich mit einer Außenwand verbunden. Und hier ist ein Fenster. Vielleicht ist dieser Bereich hier, deswegen auch hier eine Metalltür, vielleicht ist das der Außenbereich schon. Das könnte bedeuten, dass hier auch nochmal ein Bereich ist, der sich in unserem Lager, in unserer Factory befindet. Aber du kannst natürlich auch mal gucken. Ja, willst du dann gucken in den Teilen? Ist ja auch eine Frage, was wir haben. Also ich habe auf jeden Fall auch eine... Ich kann auf jeden Fall sehr oft Take a Break machen. Ich kann Dinge kombinieren. Ich habe, Take a Break nimmt Sachen runter. Dann kann ich Sachen durchsuchen, ohne dass ich ein Gegen... Ich kann nicht die Crowbar benutzen. Das kann ich...
Ja doch, wir können die Crowbar nochmal benutzen durch Coordinate. Also ich könnte... Aber da müssten wir zusammenbleiben, weil die haben ja eine Reichweite. Die haben 4, Space 4, und das ist nicht so groß. Es würde gehen, ja, ist theoretisch. Die Frage ist, also willst du das Auto aufbrechen? Wahrscheinlich nicht. Ich würde fast mal in diesem 122er Schrank gucken. Naja. Das kannst du doch machen, oder? Mit Roomage. Da gehst du hin und guckst. Hingehen ist erstmal eine Karte. Erstmal, stimmt, du hast recht. Die Frage ist, mit wem wollen wir hingehen? Vielleicht sind da Batterien drin, ne? Ja. Oder? Wollen wir das mal gedanklich machen? Spiel mal Movement und sieht, man kann bis zu 3 Schritte gehen. Oder wenn man. Oder 7 Felder wenn man laufen. Noch eine Fatigue-Karte hinzufügt. Und die Sache, wie man laufen kann, ist quasi immer auch so der kürzeste Weg und natürlich nicht durch blockierte Sachen. Also, nur orthogonal, genau, nicht also diagonal. Das heißt hier, das wäre sozusagen 1, 2 Schritte dahin. Nehmen wir mal an, die Tür hier wäre offen zu so einem Feld, dann ist es quasi 1, 2, 3, 4, 5 in den Raum oder so. Ne? Also, ja. Ja, oder wenn du 3, 4. Dann gehst du quasi da 1, mal hin. Dann gehe ich da mal hin. Ja. Ja, dann steht Piet jetzt da neben dem Schrank. Dann ziehe ich eine Karte nach. Piet ja nicht. Das ist, da müssen wir uns so gedanklich ein bisschen dran gewöhnen. Der dann. Medardo steht jetzt hier. Genau, wir stehen dann. So, und jetzt haben wir noch mindestens 2 Aktionen. Jetzt kommt so ein bisschen die Herausforderung. Also hier, ich könnte jetzt sagen, wir durchsuchen den Schrank, wie wir uns gedacht haben. Ja, mach das. Dann sind hier aber schon 3 Karten drauf. Dann müsste man danach auf jeden Fall mit Alvaro ein bisschen mehr machen. Aber machen wir mal. Ich kann es schon machen. Interact hier wieder mit so einem Counter. Und das war jetzt die 122, ne? Haben wir gesagt? 122. Ja. Gucken 9, wir mal 0, ins Regal. 122. Schon nochmal ins Regal. So, 122. You see a metal cabinet. After opening it, you find 3 useful items. Ja, wir bekommen jetzt 3 Items. Und zwar sagt es, wir bekommen das Item 14, 26. Ich leg hier mal hin. Ja, hier, hier, dass die zu sehen sind. Ah. Was habe ich gesagt? 26 und 28. Okay, also wir haben jetzt die Batterien gefunden, die wir uns gedacht haben. Batterien. Man hatte ja auch eine Karte, damit kann man Sachen kombinieren. Das sollte man denn mal machen, damit es leuchtet. Dann haben wir einen Schraubenzieher gefunden, mit dem kann man was machen. Und wir haben hier so ein Gas, hier so eine Nase hier, um Sprit einzufüllen. Ah, ja. Also das Auto hat vielleicht noch kein Benzin, könnte sein. Okay. The nozzle useful to pour gasoline from a Tank, vielleicht auch. Ja, oder vielleicht können wir Musik. Oder wir müssen das Benzin abziehen. Absaugen. Okay. Ja, jetzt wäre es quasi so, 1, 2, 3, 4. Im normalen Spiel ist man mit 4 Items dann auch voll. Mhm. Ne? Wenn man mehr bekommt, muss man die ablegen mit Markern oder wir können ja auch tauschen. Hier ist es jetzt aber so, dass man ja auch noch mehr haben kann. So, aber dann, da war jetzt noch 122, ich will das nochmal kurz zu Ende machen. Place one consumed cube on the counter. Also wir legen jetzt da oben so einen kleinen orangenen Cube aufs Regal. Diese Cubes zeigen halt immer an, dass das Regal jetzt ausgeräumt ist. Ne? Da kann man jetzt nicht nochmal mit interagieren. Ja. Man weiß nicht, vielleicht könnte man jetzt mit der Crowbar das zusammenschlagen, das Regal, aber nicht mehr diese Interaktion. Ja. Nicht, ne? Okay. Ja, Piet. Dann ziehe ich wieder eine Karte nach. Ja, die Frage ist, will man jetzt noch was durchsuchen? Oder sich schon bewegen? Und das ist halt ganz interessant, diese Karte hier, Coordinate, ne? Die spielt man halt auf einen Charakter und dann führt ein anderer Charakter halt in dieser Viererreichweite. Also das könnte man jetzt hier auf Alvaro spielen, damit Medardo allerdings was macht, ne? Und dafür muss jetzt hier keine Karte hingelegt werden, aber der könnte sich jetzt nochmal bewegen oder nochmal mit was interagieren. So kann man halt auch Karten auf einen anderen Charakter legen, obwohl jemand anderes was macht. Könnte vielleicht ganz hilfreich sein, weiß ich aber nicht genau. Naja, müsste. Die Frage ist, ob man das Tor wirklich untersuchen möchte.
Ich ja. Also ich finde mal so ein Ding ohne Suit würde ich das Ding nicht aufmachen. Ich würde das wahrscheinlich auch nicht tun. Ich meine, was wird sein? Wir haben so einen Schraubenzieher, vielleicht kriegen wir das damit aufgebrochen. Wir haben die Crowbar. Ich denke, das kleinste Problem sein. Man könnte aber natürlich das Auto sich mal angucken und dann finden wir vielleicht heraus, was... Das kannst du ja noch nicht, wenn du nicht benachbart stehst. Dieses Zeichen hier ist ein kleines X zu sehen. Stimmt. Zum Kreuz zu sehen, da muss man neben diesem Feld stehen. Die Frage ist, muss man neben dem Auto stehen oder neben Ich vermute fast, dass das den gesamten Token meint. Also du kannst stehen neben dem Auto. Ja. Aber das ist auch so ein Thema, das könnte vielleicht sogar mittig sein. Wahrscheinlich vielleicht so, es steht bestimmt schon in der FAQ von dem Dings drin. Wir sagen einfach, es steht ja, du musst halt benachbart zu dem Gegenstand sein. Genau, bist, deswegen spiele ich hier einfach mal Coordination. Alvaro, also in typischer Boss-Manier, sagte, ey. Ey, Alter, dreh dich doch mal zum Auto um, wir wollen doch hier raus. Guck doch mal, was da los ist. Und das Auto hat welche Nummer, Piet? 138. Und das interagieren wir jetzt ja wieder mit dem Character. Ja, das ist egal, any Character wieder. Okay, also. You open the door of the shipping van. Fortunately, you find the key on the passenger seat. You try to turn on the engine, but the fuel indicator shows that the vehicle is out of gas. You get out from the van. You have to find some fuel if you want to use it to leave. Okay, also hat uns ja hier, also diese... Die Schlüssel sind keine Nummer. Die Nozzle hier, die Schlüssel sind dabei, aber wir brauchen Gas. Wir brauchen Benzin. Ja, dann ist meine Runde vorbei. Ich ziehe eine Karte. Noch nichts gewesen hier mit E-Autos. Zum Glück. So. Kälte sind die nicht so gut. Ja, jetzt kann man also noch eine Karte auf Medardo spielen. Dann liegen hier vier, dann wäre unsere Runde beendet. Oder wir spielen noch mal eine Karte auf Alvaro. Was man ja vielleicht machen könnte, weil ich könnte ihm sagen, bewege dich. Weil da ist ja jetzt, wir sagen, das Tor gucken wir uns erstmal nicht an. Oder? Ja. Auto haben wir uns angeguckt, das heißt, man könnte ihn, man könnte ihn da halt rausbewegen. Ich bewege ihn noch zu dem Ventilator. Das heißt, ich spiele jetzt wieder diese Coordinate-Karte, lege ich hier. Nicht, also du kannst doch eine Moving-On-Karte spielen. Ich dachte, der mit dem Crowbar. Du willst ihn dahin bewegen. Na, ja. Ja, können wir auch machen. Ja, stimmt, dann ist er da einfach schon. Ja, machen wir es. Also wir können dann nachher keine Koordinate-Karte mehr spielen, aber die Runde ist ja dann nie vorbei. Nee, aber hast du denn eine Karte, dass er sich das angucken kann? Ah, okay. Ich habe halt keine Koordinate-Karte. Gut, wunderbar. Dann mache ich hier Move up to three spaces. Also Alvaro gibt jetzt doch keine Anweisung, sondern er bewegt sich mal selber. Alles muss man selber machen. 1, 2, 3, genau. Ja, und jetzt stehst du quasi neben dem Fenster und diesem Ventilator. Ich ziehe jetzt wieder halt eine Karte auf hier, wieder, dass ich 6, Entschuldigung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wollen wir Pete aus dem Fenster gucken oder uns den Ventilator angucken? Ich würde mir erstmal den Ventilator angucken. Okay. Die Frage ist, mit dem Brecheisen oder nicht? Also, ich kann ja gar nicht in den Brecheisen. Wie meinst du? Achso, ja, du hast keine Take-Action-Card. Keine Take-Action-Karte. Ich habe nur eine Durchsuchen-Karte. Also wir können uns immer noch das Ganze angucken. Also Pete hat... Ich will mir aber den Ventilator angucken. Ja, alles klar. Ventilator, sagst du mir mal die Nummer? 139906. 139. Hier. Hier. 139. So. You see a ventilation fan... Also es scheint schon mal das gewesen zu sein, was wir uns dachten. It is working because the emergency generator is still running. Aha. Also dieses Ventilationsding funktioniert. Es sieht auch, also man muss festhalten, vielleicht ist das einfach tokenbedingt so eine Sache, aber es sieht auch ziemlich groß aus. Vielleicht kann man auch mit der Crowbar das Ding jammen und... Vielleicht kann er ein Auto drin parken. Vielleicht. Ich ziehe mal eine Karte. Der Generator läuft noch. Der wird mit Benzin laufen, mit Diesel. Was wir für unser Auto brauchen. Da werden von dem Generator, wenn wir das Benzin... Ich hab so ein leichtes Gefühl. Wenn wir das Benzin von dem Generator klauen, wird der fucking Ventilator ausgehen. Wahrscheinlich wird dadurch Schnee reinkommen oder so. Wir schauen mal. Ja, aber das könnte so vielleicht sowas sein. Also wir müssen... Bleiben Sie ruhig. Nein. So, jetzt überprüft man. Ja. Er liegt, also ist eine Karte oder hat ein Charakter vier oder mehr Karten, hat er, damit ist das Ende der Runde erreicht. Mhm.
Bedeutet alle Karten außer die Exhortation Card, die wir jetzt also die Erschöpfungskarten, die haben wir noch nicht. Die kommen alle von den Charakteren runter und gehen in den Ablagestapel. Also alle anderen Karten außer Erschöpfungskarten werden auf den Ablagestapel gelegt. Hier für dich. Dann wird unser Rundenzähler eins nach vorne. Wir wissen, wenn wir halt über die Eins hinwegkommen auf die Uhrzeit, dann müssen wir halt das hier geschafft haben. Und wenn wir jetzt in dem eigentlichen Spiel Szenario A, B und so weiter wären, dann müssten wir hier so eine Gefahrenkarte aufdecken. Die gibt es hier quasi nicht, weil wir erstmal ja hier... Genau, und da gibt es verschiedene. Da gibt es Aktionen, Dinge, die einfach passieren, die irgendwann eingemischt worden sind vielleicht. Oder aber auch abhängig vom Zeitmarker, der da oben ist, passiert dann halt immer was anderes, wenn eine Karte umgedreht ist. Ja, dieser Startspielmarker, der bleibt immer liegen. Das hat man am Anfang einmal festgesetzt. Wir können in der, wenn wir jetzt dran sind, können wir ja auch entscheiden, wer irgendwie beginnt. Man hat jetzt ja immer noch diese optionale Aktion, halt 5 Karten zu nehmen und auszutauschen, weil man jetzt vielleicht festsitzt. Also ich kann jede Menge Items craften, aber... Was macht denn das noch, das Break? Das nimmt ja nur Schöpfungskarten. Genau. Willst du das mal machen? Machst du sozusagen dieses Nö, ich würde mal sagen, dass du mal weitermachst erstmal. Ich mach das gleich. Oder willst du was kombinieren? Ja, ich will was kombinieren. Das kann ich. Ja, ich habe aber eine so eine Karte. Aber du kannst es doch machen. Ja, kombinier ich war doch gerade dran. Ja, kombinier mal. Ach so. Ja, aber es ist ja Runde vorbei. Da kannst du jetzt ja auch wieder... Will ich jetzt mal miteinander ran? Ja, das ist nicht das Problem. Okay. Nee, mach mal. Ich will... Aber du könntest eine davon wegnehmen. Das kannst du ja trotzdem tauschen. Aber dann kannst du einmal kombinieren. Mit deinem Take-Break. Oder man kann halt einfach mal Pause machen. Ich bin mal kurz weg. Ja, macht man ja vielleicht auch im Sinne von... Ich meine, take a break, ne? Die Karte hier, können wir euch auch einmal kurz noch mit Detail zeigen. Die sagt halt, craft an item oder... Schlafen. Der eine baut, der andere schläft. Irgendwie sowas, ja, genau. So, und wir haben ja hier diese Battery-Sachen. A little battery useful to power up a simple electric... Ich sag ja, die ist leer, muss am Generator geladen werden. Okay. Das ist kein Akku-Wurmer mehr. Verstehe. Oder die Lampe ist einfach nur ein Scheinwerfer so, fürs jetzt Auto. Jetzt bin ich mal gespannt, weil das haben wir ja auch noch nicht gemacht mit dem Items, ob wir, genau. Das ist jetzt quasi auch so, da geht die Sache, hier ist jetzt wichtig, hier gibt es jetzt keine Aktion oder Sachen, jetzt sind hier die Itemzahlen wichtig, das heißt, wir kombinieren wieder die kleinste mit der größten Zahl, also 014 mit 027, diesen Eintrag suchen wir jetzt im Heftchen. 014 und 072. You insert the battery into the torch. It's working. It works now. So, dann sollen wir diese beiden Karten discarden und wir kriegen jetzt Item K32. Ich vermute, eine funktionierende Taschenlampe. Da gibt es aber sehr viele. 32. Die anderen dürfen nicht gucken. Lass den mal auf den Detail legen. Ja, es ist eine Working Torch. Power Torch sogar. Okay, ja. Dann hat er jetzt also hier eine funktionierende Taschenlampe. Die hat aber selber auch keinen Aktionsslot. Dann haben wir hier immer noch unseren Snorkel. Den müssen wir wahrscheinlich mit irgendeinem Tank oder so. Also man und könnte vielleicht wir sogar... Wir haben den Screwdriver. Der hat eine Aktion übrigens, der Screwdriver. Man könnte, aber ja, ich dachte, vielleicht muss man den vorher benutzen mit der Taschenlampe, um sie zu reparieren oder so. Mhm. Die 032 könnte man dann auch vielleicht auch benutzen, um in den Ventilationsschacht zu leuchten. Aha. Oder vielleicht. aus dem Fenster zu leuchten. Ja. Ist es dunkel schon? Nee. Weiß ich nicht. Möglich. Hast du auf 6 Karten nachgeguckt? Gerade eben. Okay. Weil ich würde ja dann mit Alvaro fast überlegen, hier die Tür da zu öffnen. Ja, mach das doch. Hat er mal das Einzige, was er jetzt nicht hat gerade, ist, der hat halt nur die Crowbar und nicht den Screwdriver. Falls er das braucht, müssen wir uns dann eventuell nochmal treffen. Die Frage ist ja, willst du mit der Crowbar die Tür öffnen oder willst du nur die Tür öffnen? Du musst dich nicht bewegen. Ich brauche ja auch die Karten fucking dafür. Nein, ich habe gar nicht die Karten. Ich habe gar nicht so eine Karte. Das heißt, ich mache jetzt mal diesen Move. Weil ich könnte mich nur, ich
könnte mich gerade nur bewegen. Das ist nicht so zielführend gefühlt. Dann halt irgendeinen anderen Koordinaten. Bewegen und dann, dass er mit der Taschenlampe dann hier rüberkommt, ich weiß es nicht. Aber das ist so ein Longshot, ob das... Das ist ein Demo-Szenario. Ja, das also erstmal muss man festhalten, natürlich so ein bisschen, dass als wir in den Ventilator geguckt haben, hat uns nur gesagt, der funktioniert, weil der Generator noch ist und nicht sowas wie... Dahinter ist dunkel. Ja, genau, dahinter ist dunkel. Deswegen vermute ich nicht. Da gebe ich dir recht. Und damit wir das jetzt auch einfach mal sehen, ziehe ich quasi jetzt fünf Karten auf und muss dann fünf Karten wieder abwerfen. Und es können natürlich, also ist irgendwas Beliebiges, ne? Also ich will ja Take Action auf jeden Fall behalten. Roomage auch, das vielleicht auch. Guck mal, jetzt habe ich auch Take Action. Ist doch vielleicht gar nicht. Dann behalte ich die zwei Take Action und Roomage und lege dafür Take a Break, Coordination einmal ab und einmal Moving oder was? 1, 2, 3, 4 und nochmal eine Coordination. Nochmal eine Coordination oder ein Roomage. Komm, Take Action. Ach komm, ich mach das einfach mal so. Zack. Die lege ich jetzt wieder ab. Ja, und weil ich das gemacht habe, gibt es jetzt genau die Fatigue Card und die muss ich jetzt auf einen Charakter legen. Lege ich die mal auf Alvaro direkt, weil er hat schon eine Karte. Das macht, aber er macht ja nicht so viel. Er macht nicht so viel. Oh, ja, dann probieren wir das hier mal. Ja. Da habe ich auch noch gar kein so ein Gefühl. Und du kannst ja mit diesem Break, Take a Break, kannst du ja auch so Karten runternehmen. Das ist aber ja erstmal wie so eine passive Aktion gewesen. Ja. Das ist die optionale Aktion am Anfang des Zuges. Deswegen werde ich jetzt dieses... Take an Action machen. Aber dann muss ich ja wirklich... Bei Rummage musst du nebenan musst du noch einen Schritt laufen. Ja. Bei Tag and Action hat Reichweite 1. Du meinst, ich breche mit der Crowbar die Tür auf? Why not? Ich meine, aber vielleicht ist sie gar nicht zu. Aber wir können es mal testen, damit wir es einfach mal sehen, was so passiert, oder? Alvaro scheint so ungeahnter Stärke gefunden zu haben. Also wir können da gerne auch hingehen. Also oder ich meine, weil wir da jetzt gerade stehen, soll ich die Crowbar mal in den Ventilator rammen? Vielleicht ist das eine ganz blöde Idee. Oder wir gucken aus dem Fenster. Komm, wir gucken mal aus dem Fenster, ja? Lass uns mal aus dem Fenster gucken. Also, Alvaro, guck mal aus dem Fenster hier. Hinterecklüssen. Was hat denn das Fenster für eine Nummer? 100. 100. Ganz einfach. 100 mit einem Charakter. Alvaro guckt also aus dem Fenster. You are in front of a window. Cool. Okay. Check. Check. You look outside. Check. It is still snowing, was irgendwie ja nicht so cool ist. And you think it is a better idea to open it. Aber man könnte das wahrscheinlich mit der Crowbar oder irgendwas machen. Aber es ist eine bad idea. Ja, aber dafür müsst ihr zu haben, habe ich gehört. Es ist eine bad idea. Verstehe. Frage ist, wird sowas abgefangen im Szenario? Oder sagtest du, willst du das wirklich tun? Ist das wirklich eine richtige Idee? Ich vermute, dass dann Schnee reinkommt und wenn wir auf dem Schneefeld sind ohne den Anzug. Dann ist die vorbei, meinst du? Also dann musste man hier was lesen. Ich ziehe wieder eine Karte nach, dass ich auf 6 bin. Oh, eine Coordinate-Karte. Okay, dann hätte ich das gewusst, dann hätte ich natürlich, aber das weiß man ja immer nicht. Was man jetzt sieht so ein bisschen. Ja, Piet, ja, für dich. Extra für dich. Extra für mich? Ja, was machst du? Damit du da noch nicht deinen Crowbar benutzen musst, geht der hier mal einen Schritt rüber. Also der andere kommt da nicht ran. Du bist also mit dem da hochgelaufen. Und ja, dann nehme ich jetzt mal mit hier Roomage, spiele ich jetzt nochmal. Ich dachte, eine Coordinate-Karte. Hast du nicht, oder? Na doch. Doch, stimmt. Ja, doch, hast recht. Ja, 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 macht wahrscheinlich Sinn. Jetzt. Also geht beides. Aber sind wir 4 Felder entfernt? Warte mal. Nee, sind wir nicht. Coordinate, gehen wir mal durch. 1, 2, 3, 4, 5. Nein, Coordinate funktioniert leider nicht. Deswegen spielen wir jetzt die Roomage Card auf. Alvaro. Ich zieh mal auf, wa? Ja, zieh mal auf, genau, das darf man nicht vergessen. So, was hat denn die Tür da oben für eine Nummer? Weiß ich nicht, steht ein Standy davor. 103. 103.
Okay, vielleicht hätten wir das doch mit der Crowbar machen sollen. Also, you see a wooden door, it is locked from the inside. Aber das ist der Schlüssel im Auto. Ja, das waren die Autoschlüssel. Ach, from the inside, naja, gut. Ja, bist du? Jetzt ist die Frage, ist du ziehst erstmal eine Karte. Ja, ist es eher eine Nummer für die... Nein. Ich habe sie nicht hingelegt. Achso. Ist es eher eine Nummer für die Crowbar oder ja, für den vielleicht für beides? Ich meine, wir sind mit der Crowbar, sind wir auch schon mal durch eine Tür gekommen. Ich vermute, dass das auch die Holztür ist. Dann kannst du natürlich das Schloss rausschrauben. Aber du, also Alvaro hat ja gerade nur die Crowbar. Aber dann liegt hier auch eine vierte Karte. Ich kann ja gar keine Take-Action machen. Ich besitze das ja gar nicht. Du müsstest mit Medardo ranlaufen, damit man Coordinate machen könnte zum Beispiel. Das erste, was ich mache, ist, um mal zu zeigen, ist hier, ich spiele mal eine Take-A-Break-Karte. Ah ja. Und es sagt, discard all the fatigue cards from this character. Genau. Dafür machst das du heißt das. Also, wenn er mehrere hätte. Ja. Das ist theoretisch nicht vielleicht effektiv, aber ich ziehe halt eine Karte nach. Ja. Und ich hätte natürlich auch fünf nachziehen und können und die dann spielen können. Und es ist das wäre natürlich das schlauer vielleicht gewesen. So Feinheiten, aber ja. Komm, ich mach mal jetzt Take Action und probiere das mal mit der Crowbar hier. Die Crowbar ist die 200. Kannst du dich an die Nummer der Tür noch erinnern? Nein. 103. 103 und 210. Es gibt auf jeden Fall diesen Eintrag. Ja, wenn nicht 90, 210. With the help of your crowbar, you do not have any problem opening the door. Das war das richtige Werkzeug. Replace the utility counter 103 mit dem Counter 145. Na, die andere Tür. Das wird wahrscheinlich eine andere Tür sein, ja. Könnte ich mir vorstellen. Aber die ist gar nicht so auf, wie sie hier steht. Da steht auch ein Fass im Weg. Egal. 145. Das heißt, man kann die mit 100, kann ich die jetzt wieder zumachen? Ja, ich glaube schon. Möglichkeiten, ja. Und dann sollen wir jetzt die Storykarte Demofall 06, also die nächste Storykarte, kannst du ja mal wieder hier rüber halten? Oder? Alone. So. In the dark. Alone in the schönes dark. Spiel. So, jetzt sollen wir also das Map-Plättchen 26 nehmen und es soll da drüber, hätten wir ja fast schon gedacht, quasi 1A, also über der Tür platziert werden, Pfeile rechts, links und dann flippen. Das, was sie geflippt hat, ist erstmal unsere Tür. Ah, da ist jetzt dunkel, verstehe. Gut, sagt ja auch Alone in the Dark. Okay. Das ist auch keine Nummer. Achso, da kommen bestimmt noch so ja, rein. Und dann sollen wir quasi unten links, also da, wo auch die Tür ist, da sollen wir jetzt einen Event-Counter und zwar die 00, also das Sternchen mit der 001 soll da jetzt platziert werden. Nicht, genau. Dass sie es schon aus dem Szenario A ausgehen. Ja, sehr gut. So, und dann hat die Karte keine Rückseite. Da steht einfach Discard this card. Okay. Ja, okay. Wenn man auf so einen Marker trifft, beendet man die Bewegung und liest das Event. Ich ziehe jetzt erstmal meine sechste Karte, aber man kann da vielleicht ja auch hinleuchten. Leuchtet man das denn an? Nein, du musst ein Event triggerst du nur, wenn du raufläufst. Aber vielleicht wird es abgefragt, hat man die Taschen? Richtig. Vielleicht. Du warst dran. Ich war dran. Und den Zug gekostet hier? Na, ach so. Ah ja, stimmt, du hast recht, weil wir haben ja hier vier Karten. Ja, du hast vollkommen recht. Also, die Runde ist quasi beendet. Genau. Und dann fangen wir weiter an, ne? Ich glaube, irgendwie der gute Medardo müsste jetzt vielleicht mal zu uns kommen. Ja, das ist ja auch gar nicht so schwer hier. Weil der liebe Pete hat hier so ein Move-On und guck mal. Da gibt es ja noch so eine schöne Fatigue-Karte. Dann sprintet er gleich mal, hat er nämlich er kann jetzt sieben Felder laufen. 1, 2, 3, 4, 5 durchlaufen darf man. 6 wäre das nächste und da jetzt. Du gehst jetzt gleich, ja? Ja. Du sprintest einfach, wenn du einen dunklen Raum siehst. Pete, hast du das Gefühl, dass du da rein? Ich muss meinen Vorgesetzten retten. Also, jetzt.
The room is completely filled with darkness. Nicht mal von der Tür, die wir offen haben, wo anscheinend. Ja, genau. Das ist dieser totally black room, der ist mit dieser schwärzesten Farbe der Welt, der quasi Licht absorbiert, scheint der gestrichen zu werden. Also, wer weiß, was haben die überhaupt gemacht in dieser Firma? Mit Chemical Suits? Ja. Also, you don't see anything, but you have a feeling that someone or something is looking at you. Fühlst du das, Pete? Super. With the torch, you may light up the room. Mann, die sind so ein paar. Wir haben den Torch vorher gefunden. If you have a torch, die 32, and you want to use it, dann müssten wir jetzt den Paragraph 999.4 nehmen. You don't have a torch, or you don't want to use it. Dann wäre es so, you decide to return to the lighted room, place the current character standing on the space on the other side of the door that is already occupied by another character, move them to an adjacent free space. Also, aber wir benutzen das natürlich einfach. Ey, gehen wir 25 Jahre in dieser Fabrik, um jetzt nicht den Torch zu benutzen. Ja, auf jeden Fall. Eigentlich müsstet ihr das ja wie sagen. Nee, in diesem Bereich war er nicht. Er war im Angel. Okay, das heißt, wir haben die Taschenlampe, ja? Zum Glück. Hier, Taschenlampe ist auch an. Ist auch ran. Fragt ja 32, also fragt quasi die richtige Karte ab. So, das heißt 99.04. Luftballon. 99, ja, genau. 99.04. Your torch brings some light into. Ja, Akku alle, war zu lange an. light into the dark space. You are in the boiler room. On your left. Hidden behind a cardboard box, you find the light switch. When you try to turn it on, someone says, "Who are you? Stay away!" You flick the light on. From behind of an electrical cabinet, an old man appears. "Don't hurt me! I'm Dr. Francisco Fuentes. I work here in the chemical lab. We had a problem with the solvent tanks, but the courier was already on the truck. I phoned the gatekeeper to stop him. He came back, but when he got out of his truck, he fell dead to the ground. What's happening here? An atomic bomb surely hits us? Und dann, jetzt stellen wir uns quasi vor, via Medardo und Alvaro, we spent 3 days in the Sector C. Did you see anyone else? No, I'm alone. I have assembled a chemical suit, but we can't use them to prevent radiations. We don't think that's radiation. Come on, Francesco, join us. We want to escape from here with the shipping van. Okay, also der ist hier der Doktor, der irgendwie kurz dachte, ob eine Atombombe quasi radioaktiv alles verseucht hat, was nicht das Thema, aber er hat irgendwie in seiner Freizeit mal wahrscheinlich hier unseren Chemical Suit gebastelt. So, wie soll jetzt remove the event counter 001 from the map? Getan. Und dann sollen wir jetzt die Storykarte 07 uns angucken. Na, ich dachte schon, hier geht's nicht mehr weiter. Ey. The Boiler Room. So, The Boiler Room, genau. So, ja, wer hätte das gedacht, dass Plättchen 26, was ja Total Dark ist, wird jetzt mit 27 ausgewechselt. Ja, aber ich muss jetzt noch nicht, also den muss ich nicht replacen. Nee. Wird mit 27 replacen. Genau, wird mit 27 auch gedacht. Und da haben wir einen Boiler Room. Da haben wir jetzt den Boiler Room, dann stellst du den da wahrscheinlich wieder hin. Ja, das kann man jetzt hier schon mal festhalten. Man darf nicht zu viele Sachen berühren. So, dann Reveal Francesco's Character Card. Die haben wir hier schon mal bereit gelegt. Come on, hier, das ist die Character Card von Francesco. Ja, na, schön. And assign it to remaining Character Board. Hier oben jetzt, so ein bisschen halb verdeckt, aber da ist jetzt sein Character Board. Use the matching color haben wir gemacht. Wir haben jetzt hier sein Standy schon vorbereitet mit dem Color. Wir haben das vorbereitet. Genau, Francesco enters into play with the item card 033. Der müsste ja diesen Chemical Suit haben, vermute ich mal.
zack, boom. Ja, wer hätte das gedacht? Chemical Suit. The character who owned this card ignores all snowflake effects. Okay. Der arme Mann. Den hat er. vielleicht geben wir den jemand anders. Ja, und dann sagt die Karte hier jetzt: then flip this card. Und reveal the map tile, ja, haben wir ja gemacht, den Boiler Room, takes the utility counter, 142. Den Boiler? Ja, 142. Sieht nicht aus wie ein Boiler, genau, 142 ist in der rechten Ecke da unten, rechts untere Ecke, ja, ein Bücherregal, glaube ich, genau. Ja. Und der gute Francesco, der kommt hier oben, der steht da oben drinne. Und dann wird diese Karte hier discarded. Ja, dann haben wir jetzt also einen dritten Charakter, mit dem wir irgendwas machen können. Endlich jemand zum Erschaffen. Wir brauchen immer noch Gas. Und du hast schon noch eine Karte nachgezogen. Ja. Take an action. Wie passend. Also jetzt haben wir ja so ein Chemical Suit. Damit könnte man das Fenster öffnen. Aber das macht keinen Sinn, oder? Aber wir haben doch dieses... Das Tor könnte man öffnen. Ja, aber wir haben auch erstmal noch dieses Regal, was da steht. 142. Oh, ich dachte, er sieht sich und sagt, der Ventilator muss sterben. Nein. Wir machen jetzt mal 142. Mit wem denn? Ja, mit dem, der hier lebt. Mit Alvaro oder was? Oder nee, mit dem Suitmann, oder? Mit Francesco? Oder? Wir müssen da trotzdem einen Movement machen, ne? Um da weil es hat keine Markierung, was irgendwie vom Benachbart benutzt werden kann. Also, dann machen wir jetzt hier die Movement-Karte, spielen wir auf Francesco und der läuft jetzt quasi. Ein ganzes Feld. Ein ganzes Feld, mein Gott. Der da hingelaufen zum Regal. Hast du denn eine Rummage Card? Willst du erstmal aufziehen? Stimmt. Dann ziehe ich hier eine Karte auf. Habe ich. Und dann durchsucht er hier mal die 142, 907. Die 142. Any character. The electrical, das ist dieses elektrische Kabinett irgendwie, also so ein wahrscheinlich ein Sicherungskasten oder Schaltkasten. Mhm. The electrical cabinet has many buttons with some text indicated their specific function. They are all marked as dismissed, except for two buttons. A red one and a green one. Do you want to press one of them? Ah, guck mal, da ist so ein grünes Licht oben drauf, der quasi weil er an ist. Ich vermute, wenn man jetzt den... Achso, es gibt einen grünen Knopf und einen roten Knopf. Ja, es gibt einen grünen Knopf. Wenn wir jetzt den grünen Knopf drücken, geht der Ventilator vielleicht aus? Grün heißt ja an, rot heißt normalerweise aus. Ja, wenn das das halt ist, ne? Du kannst doch nicht nochmal suchen, hast du schon gelootet. Nee, ich wollte nur gucken, ob da irgendwie noch eine Lampe oder... Die Frage ist halt, wenn ich den roten drücke, geht der Ventilator aus... Oder wenn ich den grünen drücke, geht der Ventilator aus. Und wenn der fucking Ventilator... Die Frage ist, wenn ich grün drücke und das Fenster geht auf oder das Rollo geht auf, weil ja grün auch an heißt. Was macht denn der Ventilator gerade? Der Ventilator bläst wahrscheinlich Luft rein. Wenn wir das nochmal den Gedanken weitermachen. Nehmen wir mal an, der Ventilator bläst Luft rein. Neben dem Fenster, wenn wir das Fenster aufmachen, der an ist... Ja, aber weißt du, was es sein kann? Dann pustet er vielleicht den Schnee hier volle Granate rein. Vielleicht müssen wir den Ventilator ausmachen, damit wir dann das Fenster öffnen können. Vielleicht und einer von außen. Einer irgendwie raus kann und wir aber jetzt nicht x 28 Schneeflocken reingeblasen kriegen. Weil wenn das... Wobei, aber wenn der aus... Naja. Dann kommen die Schneeflocken trotzdem alle rein. Ja, aber es hat immer das Fenster wieder schnell zu machen. Ich würde sagen, komm, drück den Button. Welchen Button willst du drücken? Wasser? Also entweder rot. Green Button drücken oder rot. Du drückst den roten Button. Das ist 99. Ich sehe das ja nicht. Stimmt. Pete drückt irgendeinen Button. You press the red button. You hear a motor slowing down until it stops. Replace the utility counter 139. If present on the map with the utility counter 140. Also 100, genau, also die 139 wird mit 140, also eine Nummer höher. Und ja, okay, jetzt ist er aus.
Das ist ja auch. Wenn er present ist auf dem Board. Das heißt, man hätte den bestimmt aus der Wand reißen können mit dem Crowbar. Vielleicht. Ja. Kaputt machen. Vielleicht hätte es ihn kaputt machen können. Okay. Jetzt ist der Ventilator aus. Dann bin ich jetzt dran, oder was? mit was kann man dann Items austauschen? Haben wir sowas? Mit, oder war das eine freie Aktion? Nee, das ist Rummage auch. Trade any number of items. Trade any number. Genau, weil es ist die Frage, ob man tauschen möchte. Wollen wir jetzt mit einem, wollen wir zum Beispiel Alvaro den Suit gehen und er geht zum Fenster oder so? Oder andersrum? Ja, der kann ja gerade den Suit nicht kriegen, weil der ist ja zwei Felder weg. Drei Space. Within three Space. Innerhalb von drei Feldern. Oder wir geben Rot quasi mit Dado, aber der hat halt schon... Brauchst du dann aber, also könntest du eine Coordination-Karte nehmen, wenn du eine hättest? Rummage hat ja schon der Herr da oben. Ah ja, und dann tauscht der das auch. Wollen wir das einfach mal probieren? Kannst du machen? Dann spielen wir jetzt quasi Alvaro. Er hat eine Coordination-Karte in der Hand, legt die ab, um eine Coordination-Karte zu nehmen. Also, Alvaro sagt, ey, gib mir mal all deine Items oder wir tauschen Items aus. Das macht Francesco. Francesco gibt ihm jetzt hier sein Chemical Suit. Damit ist jetzt der Vorgesetzte ist mir sicher. Mit Crowbar und Chemical Suit bestens ausgerüstet. Und dann ziehe ich quasi eine Karte nach. Wenn übrigens der Aktionskartenstapel leer sein soll, dann wird der Ablagestapel neu gemischt. Und jetzt gehst du zum Fenster zurück, / Ventilator irgendwie. Das ist ja mehr oder weniger das gleiche Feld. Ja. Okay, jetzt stehst du also am Ventilator und am... Du bist dran. Ich bin dran. Hast du eine Karte nachgezogen? Nee, jetzt erst. Das heißt, wir öffnen das, aber öffnen wir das Fenster mit der Crowbar öffnen? Dann geht's nicht mehr zu, auf jeden Fall. Meinst du, man könnte es mit einem Screwdriver, wäre sinnvoller gewesen, aber den haben wir jetzt gerade nicht. Tja, dann nimm den Ventilator aus der Wand, weil wenn er nicht an ist, ist das vielleicht auch einfacher. Aber gucken wir uns den jetzt nur an oder machen wir das mit der Brechstange? Gucken wir uns den Ventilator nur an. Ach so. Weil dann steht da erst auf. Ich kann auch nur angucken. Ja, wahrscheinlich steht da dann erst aus. Ich habe nur eine Roommate. Ach so. Und das Fenster. Ach, ich habe ja keine Action-Karte. Also mit der Crowbar, fuck. Aber du hast eine Take-Action-Karte. Dann könnte ich doch vielleicht irgendwie anders noch positionieren da erstmal, oder? Den Francesco lässt man ja vielleicht am Pult. Und vielleicht, guck mal, vielleicht machen wir das so, dass ich nochmal Roomage auf Medardo spiele und wir sagen, der soll Screwdriver und Rubber Nozzle geben, weil du vielleicht aus dem Fenster rausgehst. Vielleicht. Kann ja sein. Ach so. Dann sagen wir hier wieder Items tauschen und dann wird der jetzt hier Alvaro, der muss jetzt mal seine Führungsrolle, ne? Genau. Der jetzt mal ein bisschen ausbauen. Genau, mal rausspielen. Genau. Okay, take a break. Okay. So, dann take an action. Schade, dass ich dran bin. Und jetzt mit dem Screwdriver? Nee, ich nehme die Crowbar und mache den Ventilator weg. Meinst du? 2-10, also, 1-4-0, 2-1. Okay, aber was erhoffst du dir? Einen weiteren Raum, wo Benzin drin ist. Durch den Lüftungs. Okay. Aber willst du es denn nicht aus der Wand schrauben mit dem Schraubenzieher? Also du hast beide. Das wäre vielleicht noch eine Feinheit. Was ist denn der? Das ist eine 140, ja, 140. Nein. Also, ich lese das hier nicht, aber beide Sachen sind möglich. Also, es gibt es einmal mit der 209 und der 210. Du nimmst die Crowbar, ja?
Ja, wir ist ja noch ein kooperatives Spiel. Achso, ja. Ich will ja nur sagen, dass der Medardo gerade den Schraubenzieher in den Rücken gestochen hat. Nein, okay. Also 210. Nee, vielleicht sollten wir vorher die Tür zumachen von dem Nachbarraum, damit die Schneeflocken da nicht rein werden. Na, wir haben ja... Ja, okay, wir machen das jetzt mal 210. Egal. Prolog. So, you try to remove the rotor using your crowbar, but it is too durable. You may try to disassemble the rotor, moving the four screws that fix it to the metal shell. Okay, also mit der Crowbar hat es nicht richtig funktioniert. Das ist ein bisschen widerstandsfähig, aber man könnte vier Schrauben hätte man lösen können. Aber er sagt jetzt, replace the utility counter 140. It is present on the map with the utility counter 141. Also es muss irgendwie noch ein anderes Ding geben. Ja, da habe ich mich das Rotorblatt entfernt. Ah. Nee, also hier ist das Rotorblatt raus. Vielleicht ist es auch falsch. Aber das Ergebnis ist das gleiche. Ja, also ich brauche dazu keinen Schraubendreher. Nee, anscheinend nicht. Das machst du alles. You may try to disassemble the rotor. Bin ja auch Chef. Ja, du hast dann trotzdem, du hast ja anscheinend deinen Screwdriver irgendwie da. Ja, okay, das ist ja auch der Demo-Fall irgendwie. Also ja, wir haben das Ding da irgendwie rausgehauen. Ja. Dann doch entfernt. Wir wussten es ja vorher, hatten ja bei. Auf jeden Fall. Wir haben für alle Sachen. Der andere Text, wir können das ja mal sagen. Since the fan is not working anymore, you easily remove the four screws and take the rotor off. Now you may crawl into the air van. Es passiert aber das gleiche, 140, 41, und wir lesen die Karte 08, also die Story. Na, Mensch, letzte. The air van. So. Take the map tile 29 and place it on the gameboard A3, also unter dem Ding hier, genau. Dann wird es wieder geflippt. Hast du schon gemacht. Und dann haben wir jetzt zwei Event-Counters. Und zwar einmal die 02 ist hier oben und die 03 ist da unten. Und this tile character may only move following the air vent. 50-50 schon. 50-50 kann man so sagen. Und dann, das ist ja irgendwie was Ausgedrucktes gewesen, stand da irgendwie, ah ja, then this card, ja, die Karte kommt wieder weg. Ja, okay, jetzt kann man da langlaufen oder reinlaufen oder was auch immer tun. 1, 2, 3, das Schöne ist, man kann noch Coordination, ich kann, der gute Francisco, der kann dich anweisen, da reinzulaufen. Ich zieh erstmal eine Karte. Wollen wir das machen? Hier mit der Karte, ne, weise ich das hier an. Dann sagt Francisco sagt nämlich, ey, führ mal eine Karte aus, und zwar hier die Moving-Karte von Alvaro. Maximale Ausnutzung der Karten. Und dann, ja, darf der ja was? Drei Schritte sich bewegen? 1, 2, 3 oder da? Tja, 2 oder 3. 2 oder 3. Ich meine, egal, wir werden welches, alle... Egal, welches du nimmst, das ist falsch. Wahrscheinlich. Ich nehme mal den längeren Weg. Ja, komme ich dahin. Die 003. Er hat doch den Anzug an, es kann ja nichts passieren. Ja, denke ich auch. Zack, irgendwo hängen geblieben. was? 003. So. You are crawling through the air. Mit dem Crowbar, in dem Anzug. Und den Schraubendreher. When you feel something in front of you. Ah ja, aber er hat leider nicht die Lampe, muss man sagen. You own a torch? No. You don't have a torch. You don't want to use it. Wir haben die Torch nicht. Mhm. Also geht's jetzt auf die... Immerhin rauchen wir nicht zurück, sondern wir lesen einen anderen Paragraphen. So. You feel that something is in front of you. You try to immediately turn back, but the corridor is tight. Something grabs your legs and start to pull you into the darkness. Na super. You use all your strength to free yourself and crawl back. The figure immediately runs away. Okay, also irgendwas hat ja da Geräusche von außerhalb gemacht. Vielleicht sind wir auch das... Ich sag ja, egal was er nimmt, der nimmt den falsch. Wir sollen jetzt place 2 fatigue cards on the current character. Also hier unser guter... Nee, der current character ist der Coordination character.
Ich glaube, der damit interagiert, genau. Place the current character. Place them inside the air vent adjacent to the. If it's already. Also, was? Place to fatigue on the current character. Place them inside the air vent adjacent to the utility counter. Mhm. Ah, wir sind quasi zurückgekrochen, so. Ja, okay. Er hat alles bekommen, nur dann nicht. Let the event counter 003 let the event counter 03. Achso, die soll da bleiben. Der bleibt, okay, der soll einfach da bleiben. Das heißt, mit der Taschenlampe könnte man da hinleuchten. Ja. Oder die verjagen vielleicht. Vielleicht reagieren die auf. Oder den anderen benutzen. So. Oder den anderen benutzen, ja, das stimmt. Ja, jetzt sind wir hier, seht ihr ja, wir haben auf jeden Fall mehr als 4, kann man mal festhalten. Das heißt, alles, außer, und jetzt haben wir ja schon mal so einige Sachen, außer diese ganzen Fatigue-Karten, die, ich muss gleich nochmal gucken, 1, 2, 3, 4, 5, ich muss nochmal nachziehen. Da ist kein Fatigue. Ja, und jetzt seht ihr das schon, ne? Da so baut sich das ein bisschen auf. Hier, Alvaro hat jetzt nur noch 2 Slots gerade frei, die einmal ablegen. Haben wir uns schon eins nach vorne gesetzt, die Marker? Wahrscheinlich nicht. Also immerhin leben wir noch. Wir haben vielleicht so einen halben Hint. Also wir brauchen Benzin. Dann können wir wahrscheinlich noch fürs Auto. Mit dem Van zum Verlassen brauchen wir Benzin. Meinst du nicht? Vielleicht. Ich vermute schon. Wir brauchen Benzin. Und dieser Strange Noise war vielleicht das, was uns gerade mal kurz am Bein gepackt hat. Und anscheinend braucht jemand die Taschenlampe. Und wir können mehr als 4 Items tragen. Also Alvaro könnte alles tragen, aber der ist auch ziemlich fatigued. Ich kann nicht ausruhen. Ich habe Take a Break. Könnte ich machen. Meinst du, hast du das spielen wir auf Alvaro mal kurz oder was? Ich kann auch nicht handeln. Ah, okay. Aber du kannst Take it Action machen. Man muss sich ja nur bewegen, um da hinzukommen mit einer Taschenlampe. Und die Taschenlampe können wir ja mit. Ach, mit der Karte tauschen, mit Roomage, ne? War das tauschen oder weiter? Wir können auch mit der Taschenlampe und ihm einfach hingehen. Ja, aber nachher brauchen wir doch den Anzug, Fragezeichen. Aber können wir ja austauschen. Ja, aber dann können wir ihm auch die Laterne geben. Ja, genau, das könnte man alles. Also man könnte dem, also da er da jetzt schon steht, macht es ja keinen Sinn. Das heißt, wir spielen hier auf Medardo. Könntest du die Roomage-Karte spielen, ist der ein 3 Space entfernt? Ja, genau. 1, 2, ja. Okay, dann spielen wir quasi auf ihn und geben ihm jetzt hier die Power Torch, ne? Ja. Oder jetzt hier zack, zack, zack. Und dann würde man jetzt ein normales Spiel spielen, müsste man so ein Drop-Token hinlegen und die Karte an der Seite mit dem Marker platzieren. Ja, weil der jetzt weil zu viele Items hat. Items hätte, dann würde der jetzt. Aber wir hätten getauscht mit dem, ja, weißt du? Wir hätten das nicht. Dann gib ihm doch den. Spieltechnisch hätten wir das nicht abgelegt, aber wir. Achso, meinst du, wir. Aber dadurch, dass wir jetzt 4 Sachen halten können, nachher kriechen wir da rein und brauchen den Schnorchel. Naja. Das wissen wir nicht genau, ob wir den Schnorchel noch für den Benzin-Tank brauchen. Wahrscheinlich brauchen wir alles. Okay, du ziehst noch eine Karte nach. Ja. Du ziehst noch eine Karte nach und gehe ich jetzt an den gleich mit der Moving-Karte, gehe ich auf die 003 wieder, weil wir jetzt die Torch haben? Oder spiele ich erstmal Take a Break, um die 2 Karten abzulegen? Hast du eine Moving-Karte? Ich habe eine Take a Break-Karte. Ich habe auch eine Moving-Karte. Ist also eigentlich fast egal, oder? Komm, wir move nochmal. Aber wenn der halt welche kriegt. Dann ist halt die Runde vorbei. Ja, hast du recht. Dann spielen wir jetzt hier mal Take a Break. Ja. Dann kommen diese Fatigue-Karten weg. Zack. Wo hast du die? Dann ziehe ich hier eine Karte nach. Und Pete, dann machst du jetzt das Moving, oder? Mhm. Okay, dann kommt hier die Moving-Card. Und geht dann nach 002, oder was? Ich hätte jetzt gesagt, wir gehen in 003. Naja, wir haben jetzt 2 Taschen bekommen. Gucken wir mal. So. 003 ist ja jetzt wieder. Okay, you are crawling through the air vent when you feel something in front of you.
You own a torch. Yes. You want to use this. Yes. Ja, wir own den ja auch so. Wir haben ihn nur nicht bei. Ja, wir haben ihn nicht bei. Also. Bitte, kleine Spitzfindige. You turn the torch on. Du machst sie an. Hi, und an. Not torch. Ja. So. Before you are able to point it in front of you for a brief moment, you see a strange figure running away, crawling inside the dark corridor. You have no idea what it is, but you're sure that you don't want to check it and you prefer to take the other corridor. Ah, fuck, Peter hat anscheinend recht. Place the current character inside the air vent adjacent to the counter. If it's already occupied by another, move the character in adjacent free space with the event counter on the map. Okay, also mit der Taschenlampe hat uns jetzt nicht an Enkel, am Fuß oder so gepackt. Okay, also 0-2 wäre die richtige Wahl gewesen, aber na gut. Du ziehst noch eine Karte auf. Das heißt, aber ist doch aber super. Das heißt, jetzt moven wir in die Zeit. Du kannst das Coordination spielen, weil ja jetzt ist da wieder eine Reichweite von. Stimmt. Und Francisco, von unserem 25 Jahren Soldat, ja. Ja, der Doktor, der weiß natürlich, wie es läuft, ne? Also nee, der Doktor nicht. Bitte nicht, aber der ist doch auch. Der Doktor ist aber vier. Ja, ist doch vier Spaces. Character ist in vier Spaces. Ja, aber da ist ja keine Sichtlinie. Egal. Er hältst das auf den. Das hat nichts mit Sichtlinie. Ich hätte das auf Mercado da unten. Aber der hat doch so wenig, der macht doch. Ist ja egal, deswegen kann er da oben noch rennen, wenn er sein muss. Und der sagt jetzt hier: Move. Move, Baby, move! Achso, nee, hier. Zack, da. Und dann geht er jetzt hier mal auf die 002. Komm, jetzt. Du willst sie doch nur lesen. So, you take the first turn. Ich nehme schon mal die Karte. And you see. Was nimmst du schon mal? Das Map-Teil und die letzte Karte. And you see light behind a metal cover. You see the external backyard covered with snow. You kick the cover off and it falls down to the ground. You can get outside. Remove the event counter 002 from the map and read story card D, also Demo 09. Letzte Karte. The Backyard. Okay, also wir haben den Hinterhof gefunden. Peter hat es schon richtig kurz gedacht. The Backyard. Geh mal kurz. Was denn? Geh mal kurz weg. Haben wir die Source gefunden von dem Dingsbums? Stand das nicht da? Ich weiß nicht. Na, das nur, dass es im Tunnel ist. Haben nicht gesagt, dass es komische Geräusche gemacht hat. Ist okay. Also, ist eine berechtigte Frage, aber. Du hast gesagt, wir wissen jetzt, was das Geräusch ist. Könnte sein, dass das Geräusch war, aber. Ach so. Was willst du gucken? Was da 007 steht. 007? Wie kommst du auf 007 jetzt? Ach so. Nur weil du gesagt hast, if you want to use it. Paragraph 909. Ach, das Flashlight, meinst du da nochmal? Den Tunnel? Ja. Ja, das hat nicht gesagt, dass wir jetzt wissen würden, dass das Strange Noise herkommt. Naja. So, also Map-Teil M30, hast du ja schon gesagt, ne? Und wird jetzt auf B3 gelegt. Also ein Zufall. Ja. Boom. Wird aufgedeckt, genau. Und dann gibt es jetzt noch zwei Counter, und zwar die 137. Wird hier unten hingelegt, 137, irgendwas mit Schnee bedeckt, ich keine Ahnung, ein Schrank oder so. Ja. Und 147, irgendeine Box oder sowas vielleicht. Ja. Okay. Ja, okay. So, und dann sollen wir die Karte flippen. The map tile represents a outdoor courtyard covered by the deadly snow. If one of your characters steps in any of these spaces without the chemical suit, the item card 033, read paragraph 9901 und discard. Aber wir haben ja den chemical suit. Das heißt, wir können also mit dieser ungemütlichen Sache interagieren. Hm. Tja, weiß ich nicht, ob wir das mit dem strange noise hier gehört. Nee, lass mal. Wahrscheinlich aber nicht. Okay. Weil es ist ja nicht outside. Hm? Ist ja hier kein outside. Ist ja outside. Hier wird es ja passieren gleich. Ja, also auf diesem Teil vermutlich, ne? Weil das draußen ist. Das einzige Outside-Teil. Wahrscheinlich schon. Wir haben eine Box und wir haben einen Schrank.
Ihr müsst jetzt von alleine moven. Ja. Du bist erstmal fertig. Genau, ich bin erstmal fertig und wir ziehen noch eine Karte nach. Ihr müsst alleine moven. Ihr müsst ja nicht unbedingt, wenn du eine Coordination hast. Vier Felder entfernt. Passt das noch? 1, 2, 3. Ja, das würde passen, ne? 1, 2, 1. Hier, also. 1, 2, 3, 4. Ja, das würde passen, ja. Nee, ich kann ja auch hier. 1, 2, 3. Dann ist er ja auch hier. Aber weil? Du dann die Coordination spielen kannst. Ja, aber das bräuchten wir ja gar nicht. Also hier zum Beispiel mit Dardo. Ja, er muss ja noch, er muss ja noch mehr machen. Aber weil du, verstehe. Und dann spiele ich die Coordination. Du ziehst erstmal nach, ne? Ich habe aber auch nur noch eine Coordination-Karte. Aber ja, das reicht zu mir. Und was ist denn unser Gefühl? Schrank oder Box? Also, wenn er an der Box steht, kann man ihm noch eine Coordination-Karte an den Kopf werfen, falls er da ziehen soll. Achso, vielleicht. Ja. Ach komm, Box. Also, ich spiele jetzt die Coordination-Karte auf Francesco. Der ruft immer noch, ja, weiter, weiter, guck dir das an, was auch immer da los ist. Du hast ja den Anzug, wird alles sicher sein. Ich habe das noch vergessen zu stopfen. Das heißt 1, 2. Dafür, dass ich hier Loki weiß. Vielleicht. 147. 1, 4, 7. Ach nee, das ist ja erstmal. Damit muss man interagieren. Wir sind ja erstmal nur gemoved. Ach so, ja. Das ist ja kein Event. Das heißt, wir brauchen noch eine. Warte mal, hast du mir hier schon wieder was hingelegt? 1, 2, 3, 4, 5. Kann man ja nichts sehen. Das heißt, wir brauchen ja noch eine Roomage-Card, ne? Oder Take Action. Wir gucken uns erstmal die Box an. Ja, wir müssen ja nicht gleich alles kaputt machen. Nachher war das Geräusch. Hat die Box komische Geräusche gemacht? 1, 4, 7. Oder der Schrank klappert. Naja, also eher im Schrank ist Benzin. 1, 4, 7. You open the box. Suddenly you hear the same noise you heard a few minutes ago. Ah, also wir haben, da scheint irgendwie das Geräusch an. Place one consumed cube on the utility counter. Resolve the object card D04. Also da ist irgendwie das Geräusch drin gewesen. Und da springen wir jetzt quasi zu der Karte über. Wir sollen die jetzt resolven. Ja. Und gucken wir mal. The box is full of blood. And you see the remains of what could have been a cat. You don't understand what happened here. But it seemed that a big animal killed it. You choose. What? You shoot the box? You close the box. Something shiny next to it, it catches your attention. It's a metal key. You pick it up from the snow when a noise behind you paralyzes you. You turn over your head, but you don't see anything. However, you feel that something is watching you. Wir kriegen jetzt die 120 Item Card, einen Key. Vielleicht fürs Tor, vielleicht für den Schrank. Nobody knows. Es ist auf jeden Fall gut, dass unser Charakter mehr als 4 Sachen halten kann in diesem Demo-Szenario. Die Karte wird discarded. Okay, also irgendwie haben wir die Katze schreien hören, kurz, nochmal kurz vielleicht, und dann ist sie aber auch verreckt oder so. Jetzt irgendwie. Und irgendwas hat das weggesnackt. Und vielleicht beobachtet uns aus. Vielleicht ist das Geräusch auch das. Ich meine, hier steht auch ein fucking Gullideckel, auf dem wir stehen. Vielleicht ist das. Da steht ein fucking Gullideckel. Ein fucking Gullideckel, vielleicht ist es auch da raus. Ja, ich zieh mal eine Karte. Und ziehst eine Karte. Ohne Coordination. Tja. So richtig, also wir müssen ja, wenn wir denken, dass wir mit dem Schlüssel vielleicht das öffnen können, diesen Schrank, Fragezeichen. Also müssen wir uns den Schrank angucken, aber da müssen wir uns auch noch hinbewegen. Oder wir machen, also kannst du ihn auch mit einem Scrober Entfernung 1 einfach öffnen. Ne, geht nicht, du musst ja interagieren auf dem Feld. Nee, das würde gehen, weil die Scrober hat eine Action und die Action sagt Force Range 1. Ich könnte, man könnte mit der, wenn man eine Action-Karte hätte, könnte man das probieren. Die Frage ist, was machen wir mit hier? Eduardo? Vielleicht ist Open auch wirklich nur der Schlüssel für das Tor. Das haben wir uns ja nie angeguckt. Wahrscheinlich hat das Rolltor gesagt, man braucht einen Schlüssel. Ja, vielleicht. Und wir können kann ja, aber das kann ja hier Mercado. Medardo. Medardo.
nachgucken gehen. Ja, aber dann braucht ihr den. Ach so. Meinst du, er rennt nochmal mit Fatigue darüber? Ja, aber da ist die Runde vorbei. Nicht so viel. Nee. Schau, ein bisschen nervös bist du auf jeden Fall. Tja. Ja, oder ich spiele hier einfach nochmal Take a Break, damit die Fatigue-Karte wegkommt. Und wir haben ja, guck mal, unser Counter ist da irgendwie noch 4-3. Also wir haben jetzt, das ist nicht das Problem quasi gerade. Im Moment nicht, nee. Weil wir so Profi-Gamer sind. Dann können wir das machen, ja. Und dann machen wir nächste Runde, wenn wir hier freshe Karten haben. Also, noch eine. Ich würde dem hier eine Karte entfernen. Dann kann der sich ja immer noch mal bewegen. Ja. Vielleicht. Also hier, Medardo kriegt jetzt diese Take-a-Break-Aktion. Damit entfernen wir die Fatigue-Karte. Ups, Entschuldigung. Ich ziehe hier wieder eine Karte nach. Eine Coordination-Karte. Und dann könnte man ihn jetzt moven lassen, oder? Zum Tor. Nö, jetzt würde ich ihn eher... Na, was willst du jetzt machen? Würde ich ihn erstmal moven lassen. Mit normal ja, Movement? Ja, genau. 1, 2, 3. Dass er ihn im Notfall anschreien kann. Oder dass wir halt Coordination-Karten benutzen können, falls wir das brauchen. Ah ja, okay. Und dann heißt es jetzt... er bewegt sich selber zum Schrank oder versuchen wir es mit der Crowbar? Ich würde es ja, ach nee, die Karte hast ja nur du. Du musst noch eine Karte nachlegen. Ist so, dass ich das mit der Crowbar machen kann? Nee, lauf doch rüber. So. Dann laufe ich quasi hier. Du hast ja genug Moving-on-Karten. Moving. Gehe ich hier quasi jetzt hier zu dem Schränkchen hin. Dann ist es aber auch so, dass wir jetzt hier 4 voll haben, ne? Den Rundenmarker, genau, hast du schon eins nach vorne geschoben. Diese ganzen Fatigue-Karten haben wir jetzt nicht mehr. Ich muss auch noch eine hier nachziehen. Ganz gut ist, was ich gerade gesehen habe, ist, dass du in Take-Action ist, dass du sagst, any number of players in any order may discard X-Karten. Da kann machen. Man nochmal Karten durchzeigeln. Ja. Und jetzt haben wir denn so eine, wir haben jetzt ja gar nicht die Karte, die wir eigentlich brauchen. Stimmt. Aber wir können ja noch mal mit oder any number of players in any order may discard. Oder du machst das, weil du 3 Take-Action-Cards hast. Machen wir das irgendwie auf Francesco oder so? Francisco. Und dann spielen wir halt den Effekt. Können wir euch auch noch mal einmal ganz kurz hier zeigen. Wir spielen jetzt den unteren Effekt. Any number of players in any order may discard X-Cards, draw X-Cards. Fängst du quasi erstmal wahrscheinlich mit an, oder? Ja, schmeiß mal die beiden. Du schmeißt 2 weg und ziehst 2. Oder wie viel hast du jetzt weggeschmissen? 2. Aber ich ziehe eher auf 6. Genau. Und ich würde keine Ahnung. Was hast du Schönes gezogen? 2 Rummage und eine Coordination. Soll ich das dann auch machen? Schmeiße ich einmal Take Break weg oder was? Oder 2 Take Break? Ja, eins würde ich vielleicht behalten, falls wir noch was basteln müssen, weil bevor wir da wieder ankommen, dauert noch eine. Achso, du hast keinen Take-A-Break, ne? Und dann mache ich einen Take-A-Break. Ich schmeiß einfach nur einen Take-A-Break weg und gucke. Ja, und Move brauchst du nicht, glaube ich. Ne? Also ich habe dann noch einen Move. Vielleicht 2 Karten. Du bist ja eigentlich dran danach. Komm, ich schmeiß mir 2 Karten weg und ich kriege 2-mal das. Naja. Okay. Dann kann ich jetzt mit der Rummage-Card... Spiele ich auf. Benutzen wir jetzt den Schlüssel? Wir wissen nicht, ob wir den Schlüssel brauchen. Genau. Das heißt, wir gucken uns den Schrank erstmal an. Ja? Wir haben ja genug Zeit. Wir gucken uns den Schrank an und es ist die 137. Die 137 mit dem so. Nein, falsch. 137 da. You see a metal wardrobe covered with snow. You open it and find a useful item inside. Wir bekommen die Karte 30 und sollen da wieder so ein Cube raufsetzen, was wir uns den angeguckt haben. Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt. Alvaro hat alles in der Hand. Ah, okay. Jetzt haben wir hier den Gas Tank. An open tank still containing a small amount of fuel. Das habe ich nicht gelesen. Ja, also da ist unser Fuel drin und das müssen wir hiermit kombinieren.
Das müssen wir quasi gleich dann nochmal. Ich ziehe eine Karte nach wieder. Kombinieren. Kombinieren und rausgehen. Naja, man kann es ja auch übergeben. Ja, klar, wir können es übergeben. Uns übergeben. Und Alvaro lassen also, wir da zurück und fahren mit dem Pen raus. Du bist für eine. Ja. Das heißt, du machst was jetzt? Ne, ich hätte es kopiert, aber da der vier Felder weg ist, hilft es halt nicht. Deswegen laufe ich schon mal 3. 1, 2, 3. Dann könnte man es jetzt übergeben. Mit diesem Roomage quasi, ja. Ja, entweder mit Coordination. Ich denke, das auch fast. Coordination spielen wir. Und Coordination spielen wir auf ihn hier, das? Oder auf den? Ich bin nur oben. Die Frage ist, wohin das traden soll, aber ich hatte. Ich hätte das jetzt, glaube ich, mit Dardo hier. Dann gibt's mit Schraubendreher oder ohne? Und Schlüssel vielleicht, oder? Ach so. Dass der das aufmacht? Auto oder soll das jemand anders? Oder kriegt den. Nee, du handelst mit einem Charakter. Mit einem nur, ja. Ich glaube, den Schraubenzieher, das ist egal. Ich glaube, das brauchen wir nicht mehr. Gefühlt. Vielleicht bleibt er zurück und macht dann das Fenster. So, also machen wir das einfach mal. Den Torch nicht? Ja. Okay. Ich vermute, Krober. Dann bist du fertig. Ist, glaube ich, wurscht. Dann ziehe ich. Achso, du müsst noch kurz. Ist denn jetzt quasi unser Plan? Wir müssen das noch kombinieren hier, unsere Gasoline, und dann eigentlich zurück zum Auto, Gas reinmachen und Tür öffnen wahrscheinlich. Ne? Genau, ja, dann gucken wir, take a rack. Kombinieren wir jetzt hier die zwei Karten. 28. Lass mich raten, was rauskommt. Wahrscheinlich die letzte Karte, vermutlich. Ja. Was ist das? 0-2, ja. 0238. You attach the nozzle to the canister. Now you can use it to refuel the vehicle without the risk of wasting any of the fuel. Die Karte 31 kriegen wir jetzt und die anderen beiden werden abgehandelt. Da ist, okay. Ja, und die kann man jetzt, hat eine Action. Refuel. Refuel. Ja, und ziehe ich nach. Vielleicht hätte doch Alvaro, der den Anzug hat, das öffnen sollen. Also vielleicht behält der doch einfach den Key und der macht das Tor auf. Nicht, dass es nachher noch heißt, wenn man das Tor aufmacht, weht irgendwas rein. Okay. Besser halten wir das mal kurz. Also der kann das überhalten. Meinetwegen, du wolltest ihm ja die Taschenlampe geben. Machen wir das nicht. Das ist doch egal. So, okay. Und du hast nachgezogen, oder was? Ja. Das heißt, wir müssen uns jetzt bewegen, ne? Wir wollen ja hoch, also Medardo will jetzt das Auto füllen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich würde den ja fast dahin laufen lassen. Ja. Mit einer Moving, und zwar so, dass der dann vielleicht exhausted ist ein bisschen, aber dann ist er da schon. 7 Spaces. Ja, darf man nicht vergessen, sind dann halt auch, spart auch eine Karte. Ja, genau, das muss man auch festhalten. Und dann läuft er quasi bis zu 7 Felder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mhm. Zack. Okay, dann bereiten wir die jetzt so ein bisschen vor, dass die da mit hinkommen oder was? Und dann nächste Runde. Ja, muss er das Ding aufmachen. Jetzt die Frage, ob das so timingmäßig so wichtig ist, dass erst Gas im Auto ist, wir dann das Tor aufmachen, ob es da irgendwie Zeitverzögerungen gibt. Ich würde es erstmal vorbereiten und gucken, ob das Auto überhaupt angeht oder wie das noch mit dem Schraubendreher reparieren Und dann müssen. Gehen wir aber mit den Leuten dann die so, Richtung. So, Coordination an den Mann mit dem Anzug. Ja. Bewegt er sich noch 3 Felder? 1, 2, 3. Er könnte auch sprinten und kriegt nur eine Fatigue-Karte. Wohin geht der? Achso, der geht, dann könnte gleich ins Tor gehen, nee, oder? Geht nee, nicht der vierten Schritt zu. Ja, dann würde ich es vielleicht lassen, oder? Ja, stimmt. Dann ist das durch. Ja, noch koordinieren. Das heißt, was machen? Lassen wir den jetzt nochmal moven, dass der zum Tor geht mit Fatigue. 1, 2, 3, 4, 5 Schritte läuft. Nee, wir machen jetzt erstmal Take Action. Der füllt jetzt den Fuel. Nee, ist die Runde vorbei. Ja, ist es ja so oder so, oder? Nee, also könnte er. Eduardo könnte noch 3 Schritte machen.
Alvaro meinst du? Ja, genau. Du weißt, was ich meine. 1, 2, 3, dann steht er nur da. Ja. Machen wir. Dann kriegt er hier einfach 3. 1, 2, 3. Steht er da vor der Tür. Ich habe auch ein Item-Action. Okay, dann machst du jetzt auf Medardo. Du benutzt jetzt den Kanister, ja? Ja? Ja. Fragezeichen. Und ich kann natürlich auch... Nee, kann ich nicht. Und das ist dann jetzt, also der steht ja da neben dem Auto. Was waren die Autozahlen nochmal? 138. 138 mit 211. 138. 138 und 211. There is not much fuel left in the canister, but you refuel the van with it. You jump on the van, calling your companions. You turn on the van, it's working. Jetzt sollen wir Objective Card D03 resolven. Habt ihr das Tor geöffnet, ja oder nein? Mal gucken. Ja. Was sagt die Karte jetzt hier? You all jump inside the van, leaving the factory behind. You don't have any idea what was the strange figure you saw and you don't want to spend more time with it. Anyway, you are safe for a moment, but the landmark in front of you is scary. The streets are completely covered by snow and dead bodies. It seems that you are the lost survivors and you have no idea what's going on. Alvaro grabs his letter in his hand, den er ja an Maria geschrieben hat. Maria, I know you survived. I'm coming for you, my dear. Medardo turns the van in the direction of the sun, the only source of hope in its terrifying sight. You win the scenario. Was hat man mit dem Key? Was hat man mit dem Schlüssel geöffnet? Ja, das kannst du herausfinden. Wenn, Das Tor. Vielleicht hätte man das Tor 118. Ja, das werden wir... Da mal nach- nein, das kann... Nein, warum? Das Demo-Szenario spielen die Leute da draußen nicht. Ich spiele das Szenario. Das weiß ich gar nicht. Vielleicht ist es ja dann... Meinst du, das wird per... Sie wissen auch nicht. Jetzt sag mal so, es gibt hier auch noch ein offenes Fenster. Das Stimmt, weil es gab ja auch noch die Schneeflocken, die reinschneien könnten, die ja noch mit waren. Genau. Also ich nehme an, dass es ein offenes Fenster ist, weil es die 101 ist und die 100 ist das Fenster. Ich vermute das auch falsch. Auch fast, wie auch immer. Also, The Eternaut hier, jetzt. Für die da draußen, die vielleicht die Graphic Novel kennen, kann ja durchaus sein. Wie gesagt, mir hat die jetzt noch nichts gesagt. Das wiederum ist aber vielleicht auch ein Punkt, schon mal sich die anzugucken. Für die könnte das auf jeden Fall was sein. Ansonsten möchte ich noch eine Sache hinzufügen, bevor du sagst, denkst du und Dinge machst. Ach so, ja. Und zwar, alles normalerweise wäre es jetzt so. Am Ende eines Szenarios, ne, hier hat man hier so ein Chronicle Diary. Ja, können wir euch auch nochmal kurz im Top-Down so ein bisschen zeigen. Ja, wo man auch alles eintritt. Hier steht also ein Szenario A, wo der Plot-Track endet und welche Score man hat, welche Items man hat und welche Extra-Karten man hat, welche Charaktere man gespielt hat, etc., etc., wie es so losgeht. Und das, ich mache es jetzt nicht auf, das können wir dann machen, wenn ihr das habt. Da wird alles gespeichert und es ist dann alles auch so, wie man es erkennt. Guck hier, zeig mal. Ja, für die weiterführenden Szenarios, wie gesagt, B, C, also es gibt einige Szenarios hier in der Box, in der Grundbox. Und gibt mal, es dann so Boxen, wo dann das Material, weitere Regelkarten, ne? Wir hatten ja jetzt hier so eine regelspezifische Sache, die dann so neue Regeln einführen, neue Sachen, die befinden sich dann hier in den Boxen. Und weil wir das am Anfang gesagt haben, hier gibt es jetzt auch noch Prototyp gedruckte Miniaturen. Ich weiß nicht, ob das ein extra Add-on ist, dass das vielleicht nicht nur Standys, sondern auch Miniaturen. Aber hier kann man auch mal ein bisschen raten. Für diejenigen, die sich da vielleicht schon ein bisschen aus... Ist das eine riesige Seifenblasenmaschine? Ist es die... Die Schneekanone? Ist es vielleicht eine Zeitreisenmaschine? Man weiß es nicht, aber es gibt auf jeden Fall hier die Käfer, wer also die Geschichte kennt. Eine der Gegnerarten. Dann gibt es irgendwie Leute, die an der rechten Hand wurde beschrieben. An der rechten Hand? Haben sie was? Sechs Finger? Mehr Finger. Mehr als... Da frage ich mich schon, warum die rechte Hand und warum mehr Finger? Macht das. Ich sage es jetzt nicht, aber ihr könnt euch denken. Ja, und es gibt natürlich für die ganzen Charaktere, die dann im Spiel sind, auch Miniaturen. Es gibt auch welche, die man halt nicht. Das ist auch, glaube ich, vielleicht ein Gegner oder wie irgendwie. Das sieht hier so ein bisschen aus wie so ein Tuske. Ja.
Aber ganz wichtig auch, es gibt da nicht nur diesen tollen Marker, sondern es gibt auch den... Den Startspielmarker, ja. Die Nummer 1 mit unserer hier... Die verstorbene Nummer 1. Ja, ja. Ja, also das ist natürlich jetzt hier auch noch 3D geprintete Sachen, aber dass ihr das vielleicht mal einschätzen könnt auch nachher. Hier sehen wir dann die Charaktere, auch mit denen man dann in den Szenarien da quasi spielen kann. Aber sind die nicht geschützt und stehen auf Schnee? Naja, ja, mein Gott. Ach so, meinst du das? Naja, die Stiefel können ja Schnee berühren, ne? Nur die Haut anscheinend. Aber bei denen ist gutes Wetter auf dem Standy, da schneit es nicht. Die brauchen keinen Anzug. Ja. Ja, das sind so die Sachen, die wir hier noch haben. Ne? Und dann gibt es halt auch... Packt eure Schnorchelausrüstung ein, würde ich sagen, wenn es anfängt. Großenario, ein schönes Büchlein, wo alles drinsteht. Was ja, drin das ist genau, was wir jetzt hier im Demo-Fall halt benutzt haben, ne? Um an diese ganzen Einträge zu gucken, um das zu kombinieren. Und ja, ich denke, ihr solltet gesehen haben, was wir auch im Vorfeld schon gesagt haben, es ist quasi stark narrativ, also eine Geschichte, die erzählt wird. Point-and-Click-mäßig versuchen wir hier Dinge zu kombinieren, Dinge zu testen, rauszumachen. Der Aktionsmechanismus ist da relativ simpel. Ne? Ihr seht, man koordiniert hier halt die Charaktere. Ne? Niemand hat einen eigenen Charakter. Alle spielen halt die Charaktere, indem sie da Karten ausspielen. Die können ein bisschen vertiekt sein und ähnliches so. Denkt nochmal daran, dass bei dem richtigen Szenarien dürft ihr nur 4 Gegenstände eine Person halten. Das war jetzt hier so ein bisschen aufgeweicht. Wir hatten ja noch gesagt, es gibt hier so diese Menace-Karten, ja, die in den Szenarien sind. Wenn man die spielt und am Ende mal eine aufdecken muss. Die sollten wir nur nicht aufdecken, weil das sonst spoilert. Weil das ist jetzt schon eine Szenariokarte. Ja, gut, aber ich wollte es mit, die agiert halt mit dem Time-Track. Ja, ne? Genau. Das ist halt, da steht dann halt 4 bis 12, entsprechend passiert was und 1 bis 3 passiert was anderes. Mhm. Also so ein Timer vielleicht. Da gibt es auf jeden Fall sehr viel Variation. Und wenn ich mich da noch richtig dran erinnere, für die Leute, die jetzt die Graphic Novel kennen oder das vielleicht jetzt auch so lesen, das spoilert jetzt aber nicht, also da ist denn das Spiel in dem Sinne nicht gespoilert. Also das ist schon in der Welt und in der Sache so eine Storyline. Also ihr wüsstet, vielleicht hat man dann mehr oder weniger einen Hint, aber ihr seid dann vom Spiel her jetzt irgendwie nicht gespoilert und ganze Szenarien könnt ihr euch knicken. So ist eben, dem ist nicht so. Wurde mir irgendwie mal gesagt, habe ich irgendwie gelesen. Achso, also, ich wollte gerade sagen, ich weiß das nicht. Naja, diese Info habe ich irgendwie mal im Prozess dieser Preview, ist die mal an mich herangetragen worden. Also das ist jetzt nicht so, dass sich das ausschließt, was ja auch irgendwie ein bisschen albern wäre quasi, weil genau in Argentinien und in diesen Breitengraden die Spanier und sowas, für die ist es mitunter ja eine Sache, die auf jeden Fall mehr kennen, als wir jetzt hier zum Beispiel in Deutschland. Ja, also wer auf Point and Click einfach Bock hat, so Survival-mäßig, der Aktionsmechanismus, der ist ja straightforward, ne? Das ist jetzt nichts Kompliziertes, sondern da geht es wirklich darum, die Geschichte zu entdecken. Ja, also ist ja narrativ halt auch gewohnt, ne? Und kooperativ, wer das also erkunden möchte, der ist ja relativ gut. Wer halt keinen Bock auf dieses, ich kombiniere irgendwas und blätter hier in diesem Heftchen und mach natürlich, habt ihr jetzt ja auch gesehen, auch ein Großteil dieses Genres und auch hier wieder, ist natürlich dann so ein bisschen Vorlesen so. Ne? Mhm. Das kann man ja weitergeben und machen. Dann denke ich, habt ihr hier auf jeden Fall schnell gesehen, das wird irgendwie nichts für euch sein. Hier geht es wirklich darum, auch natürlich die Geschichte zu entdecken, sich da treiben zu lassen. Vielleicht wirkt es hier manchmal so ein klein bisschen fummelig mit den Token. Ne? Pete, du bist da auch immer mal ein bisschen rangekommen. Da muss man halt aufpassen. Ja, nur, dass man das sozusagen weiß, ne? Dass man da nicht einmal übers Board wischt. Das könnte ein bisschen frustrierend sein. Aber ja, ich denke, ihr solltet das hinkriegen und habt jetzt einen Eindruck bekommen, ob das Ganze hier für euch was sein könnte. Schaut, wie gesagt, mal auf der Crowdfunding-Seite vorbei, was das Ganze letztendlich dann kosten sollte und was es vielleicht noch für weitere Szenarien oder Dinge gibt, wissen wir auch noch nicht an dieser Stelle. In dem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Mhm. Alex sagt es natürlich auch. Auf jeden Fall. Solltet ihr noch weitere Videos von uns gucken wollen, weil ihr uns gerade nur so gesehen habt, gibt es natürlich welche auf dem Kanal. Wir machen sowas das ein oder andere Mal oder auch andere Let's Plays. Ansonsten sagen wir hier auch fürs Zuschauen vielen Dank und bis demnächst. Ciao.